Wie schon ja, der Titel verrät, möchten wir uns heute mit dem wichtigen Thema der digitalen Präsenz für Autohäuser widmen und dabei im Besonderen eben mit der Fragestellung, wie präsentiere ich mein Autohaus und meine Produkte richtig? Was erwartet der Kunde von einem? Also Stichwort Erlebniswelt, Stichwort Customer Journey. Und wie gelingt es vielleicht auch beide Welten, also die analoge Welt im Autohaus und die digitale Welt bestmöglich zu verbinden, im Sinne, ja, der Effizienz zum einen und zum anderen aber auch, um ein einheitliches, ein konsistentes Bild in Richtung Kunden abzugeben. Wie wichtig das Thema digitales Marketing mittlerweile für Autohäuser geworden ist, unterstreicht ja auch der digitale Award, auch wieder im heurigen Jahr, wo wir uns über ausgezeichnetes Feedback freuen konnten. Auch heuer haben wir wieder über 68 spannende Einreichungen bekommen. Das macht richtig Spaß und ist ja im Grunde auch ja, die Ursache, warum wir gemeinsam mit unseren Sponsoren willhaben, S4 Computer, TÜV Süd, Autohaus Digital und auch Autorola den Digital Award ins Leben gerufen haben, nämlich mit der Zielsetzung, dem für Autohäuser so wichtigen Thema digitales Marketing eine Bühne zu bieten, die besten Leistungen des Jahres auch zu honorieren. Und gleichzeitig wollen wir allen Betrieben, allen Teilnehmern natürlich auch in Form von Best-Practice-Beispielen spannende Ansätze aufzeigen und liefern. Und im heurigen Jahr, wo wir leider nicht den Rahmen des AMW-Tags zur Verfügung haben, wo wir letztes Jahr die Veranstaltung aus der oder den Award aus der Taufe gehoben haben, wollten wir eben für das Online-Webinar noch eine zusätzliche, eine vertiefende Komponente einbringen und haben uns darum bemüht, eben zusätzlich noch zwei spannende Impulsreferate zu Beginn für Sie vorzubereiten. Den Anfang macht dabei die Frau Professor Dr. Kampfer, die auch die wissenschaftliche Leitung des Digital Awards übernommen hat und die wird das Thema, die Prinzipien für ein erfolgreiches digitales Marketing kurz präsentieren. Und anschließend werden wir mit Marius Kaufold einen Experten im Bereich Online-Marketing präsentieren können von unserem Partner Mr. ATZ, der dann eben diese Verbindung zwischen der analogen und der digitalen Welt für Autohäuser nochmal näher beleuchten wird. Ich freue mich drauf, möchte Sie nicht länger auf die Folter spannen. Und ja, wünsche Ihnen spannende Erkenntnisse und übergebe an den Gerald. Vielen Dank, lieber Stefan. Ganz kurz noch zur Erklärung. Sie sind bislang ein anonymer Teilnehmer. Das heißt, wir haben keine Info über Ihre Kamera. Sie können sich also ganz frei bewegen, brauchen keine Sorge haben, dass wir in Ihr Büro reinsehen. Sie haben allerdings die Möglichkeit, über die Frage oder über den Chat uns Fragen zu stellen. Also wenn es zwischendurch zu den Referaten interessante Fragen gibt, dann bitte melden. Wenn irgendwas technisch funktioniert, dann würde ich Sie das auch ersuchen. Dann darf ich jetzt gleich an die Frau Dr. Kampfer weiterleiten. Und ihr Wunderbar, auch. besten Dank. Und ihr auch das Zepter in die Hand geben. Digitalerweise natürlich. Und Ihnen viel Spaß wünschen bei dem nächsten Vortrag. Wunderbar, besten Dank. Herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Christina Kampfer. Ich bin die wissenschaftliche Leitung der Business School der FH Kufstein Tirol und in dem Sinne die Leitung des MBAs Automotive. Ich freue mich, dass ich hier vorsitzen darf, diesem Digital Award, und ich habe ein kleines Webinar mitgebracht zum Thema Prinzipien für erfolgreiches digitales Marketing. Bevor wir einsteigen, habe ich mir gedacht, Dezember ist immer der Moment der Rückblicke, und deswegen bitte ich Sie um einen kleinen Rückblick. Wenn Sie sich überlegen, was waren denn die Veränderungen in der Automobilbranche, die größten in diesem Jahr? Stichwort, und dann kam 2020. Ich bitte Sie einmal kurz mit dem Smartphone diesen QR-Code abzuscannen oder auf slido.com zu gehen und dort den Code 35662 einzugeben. Sie können das jetzt sehen, wenn Sie Ihr Smartphone davor halten, geht sofort das Fenster auf. Ansonsten einfach einmal eintippen slido.com und der Code
35662. Ich zeige Ihnen auch, was Sie da sehen werden. Hier nochmal die Login-Daten. So, die Frage, die Sie dort finden werden, heißt: Was waren Ihrer Meinung nach die größten Veränderungen für die Branche in diesem Jahr? Und da gibt es jetzt kein richtig, kein falsch, einfach so ein Bauchgefühl. Was ist das Erste, was Ihnen in den Kopf kommt? Worüber denken Sie nach? Was war spannend? Was hilft? Also es hat sich geändert, positiv, negativ, einfach mal so ein paar Meinungen, dass wir so ein kleines Stimmungsbild sammeln. So, ich sehe, das scheint zu klappen, da mehren sich schon die Antworten, wunderbar. Und jetzt können Sie auch dieser Darstellung hier entnehmen, je größer die Schrift, desto häufiger die Nennung. Das heißt, ich glaube, das ist gar keine Überraschung. Wir haben uns in diesem Jahr wirklich ganz, ganz viel mit Digitalisierung auseinandergesetzt. Was sich weiter geändert hat, war das Thema Kaufverhalten. Super Punkt, da werden wir noch drüber reden. Dazu Kundenverhalten, das ganze Thema Remote Präsenz. Wie schaffe ich es, vor Ort zu sein? Wann muss ich remote sein? Wie organisiere ich da mich, mein Unternehmen? Was ist mit den Lieferketten? Wie abhängig bin ich von beispielsweise Google und Co.? Das ganze Thema Facebook hat eine ganz neue Relevanz erfahren, zusammen mit dem Stichwort Online-Unternehmen. Ja, alle Unternehmen sind jetzt Online-Unternehmen. Ja, man könnte zusammenfassen, das ist ein guter Punkt hier. 2020 war ein Stresstest. Ja, wir haben mal geschaut, was geht. Wir haben mal der Digitalisierung einen Megaschub verpasst. Und plötzlich sind wir alles Online-Unternehmen. Ja? Also all das, was wir hier sehen, Beschleunigung, Remote, all das sind Themen, die uns diese Krise gebracht hat, die uns auch manchmal in Panik hat verfallen lassen, aber die auch neue Chancen bietet. Wunderbar. Es geht auch mit weniger. Ja, genau. Also Abstand, Remote. Super. Ich danke Ihnen für die Teilnahme. Das passt sehr gut ins Bild und gibt uns einen guten Einstieg in das Thema, über das wir heute reden wollen. Wenn man sich nämlich die Veränderungen anschaut, die es ins Jahr 2020 gibt, und da gibt es mittlerweile schon Studienrepräsentative, dann hat das eigentlich alles mit Digitalisierung zu tun. Zum einen reden wir da von einer gescheiterten Nutzung digitaler Kanäle beim Autokauf. Und diese Nutzung ist gestiegen um 28%. Also ein Viertel mehr werden jetzt digitale Kanäle genutzt. Darüber hinaus ist aber auch etwas anderes gestiegen, das vielleicht sogar noch spannender ist. Nämlich die Anzahl aller Nutzer digitaler Kanäle, die Autos langfristig online kaufen wollen. Und diese Anzahl ist gestiegen um 70%. Also 70% aller Menschen, die heute digitale Kanäle nutzen, können sich vorstellen, ihr Auto langfristig online zu kaufen. Und das sollte uns so ein bisschen ins Nachdenken bringen und gibt den Anstoß für das Thema heute digitales Marketing. Was ist es eigentlich? Wenn wir es uns mal anschauen von der Definition her, geht es um die Planung, die Umsetzung und die Kontrolle von Marketingaufgaben im digitalen Umfeld. Und dabei ist es ganz wichtig, wirklich Strategien als Grundlage zu haben, die wir dann anwenden im Bereich digitaler Medien. Und die Besonderheit, das, was das Ganze noch spannender macht, ist die hohe Interaktion von verschiedenen digitalen Kontaktpunkten, Touchpoints auf der einen Seite, aber auch die Abstimmung mit den analogen, wie wir es gerade schon von Herrn Binder gehört haben. Das Problem bei der ganzen Sache ist, Unternehmen nutzen digitales Marketing, nutzen diese Touchpoints, aber verfolgen dabei keinerlei strategischen Plan. Das heißt, man macht so ein bisschen aus dem Bauch raus. Das ist bestimmt auch schon gut, da kann man schon vieles erreichen. Noch viel mehr Potenzial entfaltet das Ganze aber, weil man das mit einer Strategie macht. Dazu habe ich Ihnen 7 Prinzipien mitgebracht für erfolgreiches digitales Marketing. Alle 7 werden wir im Rahmen dieses Webinars nicht schaffen, aber 3 habe ich Ihnen mitgebracht, die ich Ihnen jetzt mal näher vorstellen möchte. Das erste Prinzip, auf das wir heute eingehen, ist die Customer Journey verstehen.
Grunde könnte man sagen, damit beginnt eigentlich alles. Erstmal zu verstehen, wie der Kunde so tickt. Schauen wir uns das mal genau an. Was ist eigentlich Customer Journey? Der Name sagt, es ist eine Kundenreise. Also auf Deutsch übersetzt könnte man sagen, es ist eine Reise von potenziellen Kunden über verschiedene Kontaktpunkte hinweg. Und dabei durchläuft jeder Kunde verschiedene Phasen. Phasen vor dem Kauf, während des Kaufes, aber auch darüber hinaus, in denen er sich über ein Produkt, eine Dienstleistung informiert und dann auch dafür entscheidet. Dabei sind diese Touchpoints alle Arten von Kontaktpunkten, also von den klassischen Werbungen im Fernsehen, die man so kennt, bis zur Werbung online, auf sozialen Medien beispielsweise, bis hin zur Empfehlung von einem Freund oder einem Bekannten. All diese Kontaktpunkte beschreiben die Customer Journey und je besser ich die verstehe, desto besser kann ich natürlich den Kunden erreichen mit meinem digitalen Marketing. Wenn wir uns das jetzt anschauen für den Autokauf, habe ich Ihnen auch da wieder ein paar Zahlen mitgebracht. Was denken Sie, wie viele starten den Kaufprozess und ihre Informationssuche online und nicht mehr beim Händler? Da könnte man jetzt lange spekulieren. Tatsächlich ist es mittlerweile so, dass 90% aller potenziellen Kunden und nachher auch tatsächlichen Kunden ihren Kaufprozess und die Infosuche online starten. Das heißt, jeder, der ins Autohaus kommt, der ist bereits informiert. Der weiß Bescheid, der hat sich schlau gemacht. Und bei diesem Schlaumachen, also beim Start dieser Customer Journey, da begegnet man unterschiedlichen digitalen Kontaktpunkten. Also vielleicht der Website des Händlers, vielleicht dem Facebook-Auftritt, dem Insta-Auftritt. All das wären mögliche digitale Kontaktpunkte. Und die Anzahl ist im Schnitt, Achtung, 120. Man hat also wirklich viele Informationen, viele Kontaktpunkte, denen man da begegnet. Man informiert sich breit, aber, und die nächste Zahl ist jetzt auch wieder die wirklich spannende, die durchschnittliche Anzahl der Autohausbesuche pro Käufer, pro Kauf ist 1,3. Das heißt, ins Autohaus gehe ich tatsächlich nur noch einmal zur Probefahrt. Alles andere mache ich online. So ein Kaufprozess dauert im Schnitt 3 Monate, 10 Stunden investiere ich damit, 90% starte ich online und ich schaue mich bei bis zu 120 Kontaktpunkten um. Und damit ist tatsächlich der Besuch im Autokauf ja stark rückläufig. Und wir haben ja eine Zahl von 2008 bis 2016 ist ja um 68% gestiegen. Das heißt, ich muss tatsächlich die Welt weiter denken als mein Autohaus. Die Kontaktpunkte, an denen ich die Leute erreiche, sind meist außerhalb des Autohauses. Und jetzt ist die ganze Spezialität noch ein bisschen ja, deutlicher geworden durch Corona. Und da habe ich Ihnen auch mal eine Grafik mitgebracht. Sie sehen hier so eine typische Customer Journey. Also das fängt an mit der Informationssuche, der Konfiguration, der Testfahrt, dann der Inzahlungnahme, die Verhandlung, der Vertragsabschluss, die Auslieferung und die Nutzung. Und jetzt sehen Sie in der ersten Zeile dargestellt, wie das vor Corona war. Und je röter der Kreis ist, desto mehr war dieser Prozess schon digitalisiert. Und jetzt sehen wir, das ist, glaube ich, keine große Überraschung, die Informationsbeschaffung und die Konfiguration, das lief früher schon stark online. Wie sieht es heute aus in einer Phase während und dann auch nach Corona? Die roten Kreise nehmen zu. Also die Informationssuche und die Konfiguration finden fast ausschließlich online statt, aber auch die Testfahrt kann mit Hilfe moderner Technologien online stattfinden, wenn wir jetzt da an AR- oder VR-Technologien denken. Auch der Verkauf und die Verhandlung kann online stattfinden. Und wir haben vorhin schon gesagt, 70% aller Leute können sich vorstellen, auch langfristig online zu kaufen. Das heißt, wir müssen mehr und mehr versuchen, diese Customer Journey unserer Zielgruppen, unserer Kunden zu verstehen, um sie dann auch dort zu erreichen, wo sie eben medial gerade unterwegs sind. Das zweite Prinzip, das ich Ihnen mitgebracht habe, ist eine passende Story entwickeln. Im Bereich digitalen Marketing sprechen wir sehr viel von Content Marketing. Da geht es um wirklich Inhalte. Es geht nicht so sehr wie im klassischen Marketing um schöne Bilder, schöne Spots, sondern um echte Bilder, um Inhalte.
und in dem Zuge um Geschichten. Storytelling bedeutet genau das. Ich erzähle Geschichten. Wieso Geschichten? Die speichert unser Gehirn besser ab. Sie sind für uns spannender, sie sorgen für Aufmerksamkeit. Und wenn ich eine Geschichte mag, identifiziere ich mich automatisch mehr mit der Marke, mit dem Hersteller, der sie mir erzählt. Sie ermöglichen also, dass ich mich differenziere vom Wettbewerb, dass das Vertrauen gesteigert wird. Und diese Geschichten werden im digitalen Marketing über mehrere Plattformen hinweg erzählt. Und dabei nutze ich nicht nur Worte, sondern ganz klar ganz viel auch Bilder und Videos. Und je besser die zusammenarbeiten, desto wirkungsvoller ist meine Geschichte. Was dabei jetzt auch wieder ganz wichtig ist, ist das Zusammenspiel aus Markencontent, also das, was ich erzähle, und der User-Content, das, was meine Fans und Follower darauf antworten. Denn es geht, und da erzähle ich nichts Neues, im digitalen Marketing immer um die Interaktion, um den Dialog. Engagement ist eins der Stichworte, über das wir da reden. Also wirklich zu schauen, wie schaffe ich das, dass die Geschichte gemeinsam erzählt wird. Und Storytelling ist etwas, das wirklich gelernt sein will. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel, wie es nicht funktioniert. Diesen Post haben Sie vielleicht alle gesehen. Der ging im August bei Twitter online mit der Bildunterschrift Let's your heart beat faster in every aspect. Das war eine Kampagne, die sich Audi ausgedacht hat. Wir können davon ausgehen, da sitzt ein Heer an Menschen dahinter, die sich diese Kampagne ausgedacht haben. Die Reaktion war durchaus vielfältig. Ich habe Ihnen mal ein paar Beispiele mitgebracht. Angelo schreibt, schön, dass ihr erzählt, wie Kinder durch eure Autos locker getötet werden können. Man kann sie ja nicht mal sehen aus dem Auto heraus. Shiri schreibt, kleines Mädchen mit Phallus-Symbol in der Hand, klar, super. Das ging so weiter, das war eine endlose Schleife. Spannend zu beobachten, es hat auf jeden Fall nicht lang gedauert, bis Audi zurückgerudert ist. Ja, wir verstehen euch. Das war anders gemeint. Der neue Audi, der hat einfach so viele mehr Assistenzsysteme, dass die ganze Familie sicher darin ist. Genau das wurde mit dieser Story nicht vermittelt. Und deshalb hat es auch nicht lange gedauert, bis Audi die Kampagne komplett zurückgenommen hat und die Bilder ersetzt hat durch Autos ohne Menschen drauf, ohne Kinder dabei zu sehen. Also, wie geht Storytelling wirklich? Ich brauche eine gute Vorbereitung. Das heißt, ich brauche Antworten auf Fragen wie, wofür stehen wir? Was ist unsere Identität? Wie möchten wir uns positionieren? Was zeichnet uns aus? Und welche Geschichten können wir wirklich glaubhaft erzählen? Also zu sagen, ich bin der Beste im Bereich Service, das sollte ich nur tun, wenn ich das auch wirklich glaube zu sein, weil durch die Interaktion mit den Fans, mit den Followern, wird sowas sonst schnell zum Problem. Ja, also ich muss wirklich mir vorher überlegen, welche Geschichte ist für mich glaubhaft, was hebt uns von der Masse ab, wofür stehen wir und wie können wir das dann kommunizieren. Wenn ich mir diese Inhalte überlegt habe, dann geht es um die Planung. Und dazu gibt es den Content-Plan. Und auch den habe ich Ihnen heute mitgebracht, weil der vielerorts noch so ein bisschen auf ja, Unbehagen stößt. Ich möchte Sie einmal einladen, den mit neuem offenen Blick zu sehen. Ein Contentplan ist nichts anderes als ein Redaktionsplan, in dem ich festhalte, wann ich was poste. Der erzeugt eigentlich gar keinen Druck, wie viele immer meinen, sondern der sorgt für Entspannung. Weil ich setze mich einmal hin, einen groben Plan. Und das sieht ganz einfach aus. Ich habe Ihnen hier ein Schema beispielhaft mitgebracht. Wann möchte ich was posten? Und dabei geht es viel mehr um Kontinuität als wirklich um Häufigkeit. Wenn ich sage, ich schaffe es wirklich nur einmal die Woche, mich damit auseinanderzusetzen, mich darum zu kümmern, dann ist es regelmäßig einmal die Woche. Besser regelmäßig einmal die Woche als einmal dreimal pro Woche und dann 4 Wochen gar nicht mehr. Also wann möchte ich posten? Dann, was soll das Thema sein? Winterreifen beispielsweise. Dann, was sind die Inhalte und die Botschaften? Was möchte ich wirklich kommunizieren? Was ist das Ziel, das ich erreichen möchte? Und natürlich, welcher Kanal soll genutzt werden? Ja, auch mehrere wären hier denkbar. Ganz zum Schluss noch die Verantwortlichkeit. Wer kümmert sich drum? Und damit wäre das Thema abgehakt. Und wenn ich mir diese Gedanken einmal mache,
immer wieder in einem festen Zyklus, sorgt es wirklich für Entspannung, weil ich wirklich dann weiß, das passiert diese Woche, dann passiert es, diese Inhalte kommen vor und keiner muss irgendwie kurzfristig irgendwas aus dem Ärmel schütteln, wo man nachher denkt, na, das hätten wir mal besser vorher anständig durchdacht. Das dritte und letzte Prinzip für heute ist, eine konsistente, nahtlose Customer Experience ermöglichen. Also hier geht es jetzt wirklich um das Kundenerlebnis, das konsistent sein soll und das die Customer Journey nahtlos beinhaltet. Und das ist jetzt ein Thema, das mir auch ganz wichtig ist. Es geht nämlich darum, letzten Endes multisensorische digitale Erlebnisse zu schaffen. Das heißt, die digitale Welt mit zu integrieren in diese analogen Erlebnisse. Was wir nämlich feststellen ist, gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, je mehr Virtualität in unserem Leben Einzug hält, desto mehr sehnen wir uns nach echten Erlebnissen, nach was Spürbaren, nach einem Einkaufsbummel, nach dem Treffen mit anderen Leuten. Desto mehr fehlt uns das und wir sehnen uns danach. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir analoge und digitale Touchpoints gemeinsam nutzen, dass sie sich gegenseitig ergänzen und die gleiche Sprache sprechen. Denn nur wenn ich das konsistent umsetze und der Kunde wirklich überall den gleichen Inhalt findet, sorgt das für diese ganzheitliche Customer Experience, also das gelungene Erlebnis. Was heißt das schlussendlich? Digitales Marketing 2.0. Es geht um eine digitale Transformation, ja, aber im Zusammenspiel mit der Sensorik, also den fünf Sinnen, die wir haben. Denn die Zukunft des Marketings liegt nicht in der Digitalisierung als Selbstzweck. War dieses Jahr notwendig, da musste vieles digitalisiert werden. Wir haben es vorhin in der Umfrage zu Beginn gesehen. Es geht aber vielmehr darum, digitale multisensorische Erlebnisse zu schaffen. Das heißt, die Umwelt, die wir haben, mit unseren fünf Sinnen wahrzunehmen und sie zum Erlebnis werden zu lassen durch das Einbinden digitaler Möglichkeiten. Zum Beispiel reden wir da von Touchscreens, wir reden von AR, VR-Technologien, die da kommen. Sie sehen es auf den Bildern ganz schön dargestellt. Also nur wenn ich das zu einem einzigartigen Erlebnis mache, kann das digitale Marketing sein wirklich volles Potenzial entfalten, weil es nicht nur digital ist, sondern wirklich das gesamte Erlebnis verbessert. Und sobald analoge Erlebnisse mit digitalen verbunden werden, reden wir von Phygital. Und das wird zukünftig der Trend sein, dass wir wirklich die digitale Transformation als Ergänzung zu unserer multisensorischen Welt sehen. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und gebe gerne wieder ab an den Gerald Weiss. Vielen Dank, Frau Dr. Kampfer. Vielen Dank, dass Sie für uns dieses Webinar gestaltet haben, dass Sie uns auch zur Verfügung stehen als wissenschaftliche Vorsitzende für die Jury. Es ist bei aller Kompetenz der anderen Juroren auch gut, den wissenschaftlichen Zugang zu haben. Und deshalb herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich darf jetzt auch gleich überleiten an den Marius Kaufhold von Mr. ATZ. Marius kennen wir schon lange. Wir arbeiten mit dem Verlag Kaufhold und mit Mr. ATZ zusammen bei Werkstatt des Vertrauens. Und ich habe den Marius bei einigen Vorträgen in Deutschland erleben dürfen zum Thema Online-Marketing. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er sich heute die Zeit genommen hat, um auch uns ein bisschen davon lernen zu lassen. Und ich will Sie nicht lange auf die Folter spannen. Weiter an den Marius und übergebe ihm das digitale Zepter, damit er auch seine Präsentation teilen kann. Viel Spaß. Dankeschön, Marius. Den Ton haben wir noch nicht, Marius. So, wunderschönen guten Abend. Gerald, hörst du mich? Ja, jetzt war es perfekt. Genau. Dankeschön. Wunderschönen guten Abend von mir hier. Ich freue mich, dabei zu sein. Aus Deutschland, heute aus Düsseldorf von Mr. ATZ. Wie gesagt, Marius Kaufhold mein Name. Da kommt jetzt so ein bisschen dann die Praxis dazu in das ganze Thema. Wir betreuen sehr viele Unternehmen im Bereich des digitalen Marketings, in Online-Marketing-Agentur, haben unter anderem die 1000 Standorte von Bosch in Deutschland im Management seit 2 Jahren, kümmern uns darum. Und ich habe heute ein paar spannende Themen mitgebracht zu diesem Thema, zu der Verschiebung, die stattgefunden hat und zu der Erfahrung, die wir gemacht haben über diese Accounts
und viele tausend andere mehr, die wir bei uns in der Betreuung haben. Was, denke ich mal, klar geworden ist, ist der Punkt, dass es heutzutage eigentlich immer zwangsweise zwei Unternehmen gibt. Also man hat gar keine Chance mehr, nur ein Unternehmen darzustellen. Also selbst wenn man ein Unternehmen gründet und in einem Unternehmen wirklich ansässig ist und hier aktiv ist, dann sorgen spätestens die großen digitalen Player wie Google und Facebook und andere dafür, dass man zwangsläufig sofort zwei Unternehmen zu verwalten hat. Das war vor Corona sicherlich so, dass viele Unternehmer und Unternehmerinnen das unterschätzt haben, das ganze Thema, und es vielleicht an der Stelle nicht klar war, wie wichtig diese Sache ist. Das wurde natürlich jetzt massiv ausgebaut. Das haben wir gesehen an allen Fronten. Die Anzahl der erstellten Profile hat sich teilweise verdreifacht. Die Aktivitäten in den Profilen haben sich drastisch erhöht. Funktionen wurden von Unternehmen genutzt, die vorher schon verfügbar waren, aber einfach noch nicht relevant, weil natürlich der Nutzer, der Käufer, der Kunde am Ende des Tages viel, viel mehr Zeit in der Online-Welt verbringt als in der Offline-Welt. Und so sehen wir das ja auch bei uns, dass es wirklich diese zwei Welten gibt, die digitale Welt und die analoge Welt, und dass beide Welten mindestens aktuell gleich wichtig sind und sich das sogar Richtung digitale Welt verschiebt, sodass wirklich jedem klar sein muss, ich habe nicht nur als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Manager, ich habe nicht nur ein Unternehmen zu managen, nein, ich habe zwangsläufig immer zwei Unternehmen zu managen, ein digitales, ein analoges. Völlig egal, ob ich das möchte oder nicht. Google, Facebook und so weiter erstellen diese Unternehmen für mich. Ich kann es nicht verhindern, ich kann es nicht aufhalten, ich kann es aber auch nicht in Auftrag geben gezielt. Also die machen das so oder so. Man kann dann diese Unternehmen übernehmen und managen, und darüber sprechen wir heute. Ich habe einen Fall mitgebracht von einem Betrieb aus Hannover. Das ist eigentlich ein sehr schönes, eine sehr schöne Case Study. Ich schiebe Ihnen das mal hier rüber, dass Sie das auch auf dem Bildschirm sehen. Das ist ein Bosch Car Service, wie gesagt, aus Hannover. Ein sehr, sehr großer Betrieb, ist eine Kette in Familienhand, sind vier oder mittlerweile sogar fünf Standorte und ist ein absoluter Player gewesen in der Offline-Welt. Ja, also absolut relevant. In der Offline-Welt, jeder kannte den Betrieb. Als wir mit unserem Team da hingefahren sind, waren wir tatsächlich ein bisschen zu früh vor Ort und haben dann noch ein Mittagessen genommen bei einer Raststätte oder beziehungsweise beim Restaurant in der Nähe, und haben dann so ein bisschen mit dem Personal ins Reden gekommen, und jeder kannte diesen Betrieb. Zwei von den Angestellten hatten die Fahrzeuge da. Also es war ein Betrieb, der im Umkreis bekannt war. Wenn man aber in der Suche eingegeben hat, Werkstatt Hannover, Autohandel Hannover, Ölwechsel Hannover, was auch immer, also diese gesamten indirekten Besuchbegriffe, ohne die Marke Bosch zu nennen, ohne den Namen der Firma zu nennen, war es nicht möglich, den Betrieb zu finden. Es war sogar so, dass ein Meister, der sich selbstständig gemacht hatte, das Unternehmen vor anderthalb Jahren, glaube ich, verlassen hatte, dass der mit seinem Betrieb ständig hier in der Top-Google-Suche aufgetaucht ist. Ja, vor wirklich, wenn man hier über die Suche gegangen ist, sage ich mal, Werkstatt Hannover eingibt, dass dann Marius, wirklich ein... Ja? Marius, wir sehen die Präsentation, die Webseite noch nicht. Ah, okay. Ja. Sieht man die jetzt? Ja, also wenn man wirklich, ich zeige das nochmal ganz kurz, wenn man wirklich direkt über Google reingegangen ist und dann Werkstatt Hannover gesucht hat, dann hat man den Betrieb, bei dem wir zu Besuch waren, gar nicht gefunden. Ja, sondern ausschließlich einen Betrieb, der von dem Meister gegründet wurde, der sich selbstständig gemacht hat. Das heißt, hier war es ein sehr gutes Beispiel, wirklich live zu verfolgen, was passiert, wenn ich die digitale Welt nicht so wichtig nehme wie die analoge Welt. Ja, es gibt natürlich verschiedene Wege, wie ich dann für den Kunden zu finden bin. Es gibt Portale, über die der Kunde geht. Es gibt Google, die Suchmaschine, es gibt die sozialen Netzwerke. Aber man muss wirklich schauen, dass man an allen Fronten vertreten ist, weil mittlerweile halt viele Sachen wie das Empfehlungsmarketing analog, ja, oder auch die Frage an Freunde und Verwandte, wo fahre ich hin, wo suche ich dies, wo suche ich das, alles abgelöst wird, durch tatsächlich diesen einen einzigen Suchschlitz hier bei Google oder die direkte Eingabe von Portalen, wo man dann zu seinem Ergebnis kommt. Ja, das ist übrigens der Betrieb hier, mittlerweile absolut gut vertreten, komplett aufgebaut in der digitalen Welt. Dann ist es halt wirklich möglich, wenn man analog eine extreme Vormachtstellung hat, das heißt, wenn man analog sowieso in der echten Welt den Markt dominiert, Bekanntheit hat, ist es sehr, sehr schnell, digital das Ganze nachzuziehen. Ja, das ist für etablierte Betriebe wirklich sehr einfach, mit wenigen Schritten hier aktiv zu sein. Es gibt virtuelles Vertrauen und Empfehlungsmarketing. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier eingebe, zum Beispiel Werkstatt Dortmund, dann habe ich ein Problem,
möchte vielleicht mein Auto reparieren lassen, möchte eventuell einen Service buchen, möchte vielleicht auch ein Auto kaufen, dann würde ich zwar eher Autohaus eingeben oder das Auto direkt, aber ich habe auf jeden Fall ein Bedürfnis, möchte Geld ausgeben, ich weiß noch nicht wo. Und dann gibt es verschiedene Schritte, wie ich hier das Vertrauen für den Kunden aufbauen kann. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt sind natürlich Gütesiegel und Zertifikate. Aus dem Grund managen wir hier in Deutschland das Gütesiegel Werkstatt des Vertrauens und unsere Partner vom AMW Verlag in Österreich, das Gütesiegel Werkstatt des Vertrauens, um hier wirklich schnell Vertrauen in der digitalen Welt aufzubauen durch neutrale Zertifikate und Gütesiegel. Zum anderen ist es aber auch so, dass gerade dieses Empfehlungsmarketing hier, diese Sterne bei Google eine extreme Rolle spielen. Früher war es so, dass zusätzliche Portale auch angezeigt wurden in der Google-Suche, ja, dass zum Beispiel das Telefonbuch oder Facebook oder andere hier ausgespielt wurden. Mittlerweile fährt Google das immer mehr zurück und fokussiert sich wirklich ausschließlich auf seine eigenen Sterne, auf seine eigenen Bewertungen. Ja, zum Beispiel hier bei dem Bosch-Service, die Bewertung, die er jetzt gesammelt hat, 163 Stück. Das sind ein Grund, ein ganz, ganz klarer Grund, warum Menschen einen Betrieb aufsuchen, warum Menschen eine Bewerbung schicken für den Betrieb oder warum Menschen mit dem Betrieb aktiv werden. Hier wird aktiv Vertrauen aufgebaut oder Vertrauen verspielt, ja, weil es findet immer eigentlich nach dem gleichen Muster statt. Ich beginne meine Suche nach einer Dienstleistung, nach einem Produkt, nach einer Hilfe, völlig egal in welcher Branche. Hier über dieses Suchfeld, entweder hier oben gebe ich eine Internetadresse ein, wenn sie mir bekannt ist, über eine Plattform wie Amazon oder andere zum Beispiel, oder hier direkt, wenn ich die indirekte Suche mache, dass ich sage, ich möchte ein Skoda Octavia, RS, was auch immer möchte ich haben, dann starte ich meine Suche und irgendwann komme ich zu Anbietern. Und bevor wirklich dieser Klick hier aufs Anrufen passiert oder bevor ich die Route plane zum Anbieter, findet immer Folgendes statt. Das werten wir mit unserem System jetzt schon über viele Jahre aus. Es findet immer Folgendes statt, wenn grundsätzlich alles passt. Das heißt, der Betrieb ist offen. Man hat die Bewertung grob gescannt. Dann schaut man sich noch ein paar Bilder an. Ja, schaut sich den Betrieb quasi in der digitalen Welt an. Ist das ein Betrieb, dem ich vertraue? Ist das ein Betrieb, wo ich den Menschen vertraue? Bringe ich mein Fahrzeug dahin? Würde ich da ein Fahrzeug kaufen? Traue ich denen die Qualität zu? Die Fragen werden beantwortet und als nächstes schaut man sich die Bewertung an. Das ist wirklich der letzte Klick, den man macht, bevor man anruft oder den Ort dann besucht oder aktiv wird, einen Termin bucht. Ja. Ganz kurz davor schaut man sich die Bewertung an und dann ist es so, dass 95% der User auf niedrigste Bewertung klicken und quasi sich erstmal anschauen, was denn möglicherweise schiefgelaufen ist. Ja. Dahinter steckt die Idee, dass man sagt, naja, der Anbieter ist für mich relevant. Ja, grundsätzlich vertraue ich ihm auch, er ist interessant, es ist ein Betrieb, wo ich hinfahren würde, es ist ein Betrieb, wo ich ein Auto kaufen würde, aber was ist denn schlimmstenfalls möglich, wenn ich jetzt mein Vertrauen hier an der Stelle schenke, was ist schlimmstenfalls möglich, was ist schon mal bei anderen passiert und was kann dann auch bei mir passieren, ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sich dann Kunden hier erstmal die Bewertung angucken, teilweise auch Mitarbeiter, dann manchmal über andere Portale als über Google, aber auch über Google selbst. Ja, und dann schauen, was vorgefallen ist. Und hier hat man halt ein sehr mächtiges Tool als Unternehmer, dass man wirklich ganz gezielt als Inhaber auf alle diese Bewertungen antworten kann und quasi hier erklären kann, was vorgefallen ist, warum das so ist, sehr freundlich wirkt, sehr verständnisvoll, vor allen Dingen auch sagt, dass man das ganz klar klären will. Ich möchte gerne, dass Sie vorbeikommen. Wir kriegen das bestimmt geregelt. Es tut mir sehr leid und so weiter. Dass man sagt, naja, als Kunde, selbst wenn hier mal etwas schiefläuft bei Familie Meier in Hannover, die sind so freundlich, die sind so kompetent. Ich weiß, selbst wenn mal was schiefläuft, die würden das für mich regeln. Also ich schenke hier mein Vertrauen zurecht. Und das Ziel muss es eigentlich immer sein, wirklich zu sagen, mein Ziel ist es in meinem Unternehmen, jeden Tag eine gute Bewertung zu bekommen, ja, um mich auch vom Wettbewerb abzuheben. Es hat enorme Effekte, wenn man sehr viele gute Bewertungen bei Google hat, auf alles, auf den Webshop, auf die Stellenanzeigen, auf die Google-Suchergebnisse. Es hat sogar positive Eigenschaften auf die sozialen Netzwerke und auf gebuchte Anzeigen zum Beispiel, die man eventuell schaltet. Diese werden dann deutlich günstiger, wenn man gute Bewertungen hat. Man kriegt also deutlich mehr für sein Geld beispielsweise und andere Dinge. Ja. Und das ist ein Punkt, warum ich sage, das darf man nicht vernachlässigen. Wie kriegt man jeden Tag gute Bewertungen? Man kann natürlich feste Muster einsetzen wie Befragungen oder Verschicken von E-Mails mit Links, über die man Bewertungen generiert. Aber das beste Ergebnis ist es wirklich einfach, explizit danach zu fragen an der richtigen Stelle. Nämlich in dem Moment, wenn der Kunde seinen Auftrag abgeschlossen hat, wenn das Ergebnis da ist, ihn dann ganz gezielt zu fragen, vielleicht auch einen Anreiz zu setzen,
Ich habe schon gesehen kleine Süßigkeiten, ich habe gesehen Frostschutzmittel, ich habe gesehen Fußmatten fürs Fahrzeug. Also da sind wirklich alle Preise möglich, um denjenigen dazu zu bringen, direkt jetzt hier vor Ort in der Situation eine Bewertung abzugeben. Weil wir wissen alle, wir sind mit sehr vielen Sachen sehr zufrieden und haben uns sie aber nie positiv bewertet. Um schlechte Bewertungen braucht man sich nicht kümmern, die kommen von alleine. Und da man 5 Sterne-Bewertungen benötigt, um eine 1-Stern-Bewertung auszugleichen, kann ich Sie an der Stelle nur ermutigen, sammeln Sie jeden Tag Bewertungen, machen Sie kleine Preise in Ihrem Team. Wer die meisten Bewertungen bekommt übers Jahr, erhält einen Fernseher oder was auch immer. Irgendwelche Geschenke können Sie da sicherlich arrangieren, damit das Team auch wirklich jeden Ihrer Kunden danach fragt, weil Sie werden sehr, sehr viele zufriedene Kunden haben. Und die werden deutlich mehr sein als die 5-Sterne-Bewertungen, die Sie aktuell bei Ihrem Google-Account finden. Das sind die Impulse, die ich Ihnen geben wollte, aus der Praxis einfach raus, dass das Sachen sind, die Sie extrem weit nach vorne bringen, ohne viel Einsatz, ohne viel Vorbereitung. Da können Sie eigentlich direkt mit anfangen. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, übergebe wieder an dich, Gerald, und wünsche noch eine schöne Siegerehrung, Preisverleihung. Vielen Dank, lieber Marius. Ich muss die Technik noch zusammenbringen, damit auch wieder alles gut funktioniert. Vielen Dank. Normalerweise sehe ich dich in der Westfalenhalle auf der großen Bühne, aber es war auch aus dem Büro diesmal sehr spannend. Vielen Dank, dass du uns da einen Einblick gegeben hast und ein paar Praxisbeispiele genannt hast. Herzlichen Dank dafür. Gut, dann kommen wir weiter. Vielleicht ein kleiner Vorgeschmack, wie es unseren Kindern nächste Woche gehen wird, nämlich die Spannung aufzubauen, nicht wenn das Christkind kommt, sondern wenn die Sieger des Digital Awards jetzt präsentiert werden. Ganz kurz noch zusammengefasst, wir haben den Digital Award heuer zum zweiten Mal durchgeführt, wie der Stefan schon gesagt hat, in 5 Kategorien mit 5 Sponsoren und wir hatten 68 Einreichungen, was aus meiner Sicht eine tolle Zahl ist und exakt ident ist mit der Zahl im vergangenen Jahr. Ganz kurz präsentiert die Partner, die wir hatten, die auch die Juroren gestellt haben, schon kurz vorgestellt, die Frau Dr. Professor Christina Kampfer von der FH Kufstein, den Michi Gawander von Willhaben, Michi Lüppersbeck und Wolfgang Scheider von Autohaus Digital, Heinz Strohbichler von S4 Computer, René Butzek von Autorola Indikator und Christian Lausmann von TÜV Süd. Und dann kommen wir schon zur ersten Kategorie, die beste Autohaus-Website, die René Butzek von Autorola als Juror begleitet hat. Also es hat die ganze Jury über alles abgestimmt, aber wir haben einen Kategorie-Host ernannt, der sich um diese Kategorie besonders gekümmert hat und der in dem Fall jetzt auch das kurz präsentieren möchte. Ich darf dich bitten, uns dazu zu schalten. Lieber René, hallo, servus. Hallo, schönen guten Abend. René, in ein paar Sätzen. Die Firma Autorola Indikator ist bekannt einerseits für Versteigerungen, Gebrauchtwagenmanagement und eben mit Indikator auch für Analysen im Gebrauchtwagensegment. Warum ist die Digitalisierung aus deiner Sicht so wichtig für die Autohäuser und für die Kfz-Betriebe? Ja, das ist natürlich ein Grund, da wir uns als Pionier, vor allem im Bereich Online-Remarketing und B2B-Bereich, täglich in der digitalen Welt bewegen, wissen wir einfach, wie wichtig es ist, die Digitalisierung auch im Autohandel ist. Wir unterstützen den Handel ja schon seit Jahren neben unseren Online-Aktionen auch mit zahlreichen Softwarelösungen für das Tagesgeschäft, mit Workflow-Management-Systemen, Marktanalyse-Tools, wie du erwähnt hast, und natürlich auch zahlreichen Zukaufs- und Verkaufsoptionen und vieles mehr. Von unserer Sicht ist die digitale Welt einfach für die Zukunft nicht mehr wegzudenken. Man muss sich mit dem Thema unbedingt auseinandersetzen, weil wie auch die beiden Vorredner erwähnt haben, bietet das uns allen zahlreiche Möglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen. Und ja, deshalb freut es mich auch ganz besonders, heuer ein Teil dieses Awards sein zu dürfen. Und auch zu sehen, wie sich die Teilnehmer vor allem aus dem Autohausbereich mit dem Thema beschäftigen. Deshalb auch noch einmal danke für das Ermöglichen der Teilnahme und vor allem vielen Dank an die zahlreichen Teilnehmer mit vielen großartigen Beiträgen. Vielen Dank, lieber René. Dann lassen wir es spannend werden und gehen von unten nach oben. Den dritten Platz hat das Autohaus Keutsch erreicht. Letztes Jahr Gewinner, auch heuer wieder fleißiger Teilnehmer. Vielen Dank dafür. Sie erhalten wieder eine Urkunde und wir freuen uns, wenn Sie nächstes Jahr wieder mit dabei sind. Vielen Dank. Ist bei der Zahl an Teilnehmern ist der dritte Platz wirklich eine beeindruckende Leistung. Und dann haben wir jetzt ein Novum, wenn ich die Taste weiter drücke, weil wir haben dieses Mal 2 erste Plätze.
Es war wirklich sehr knapp und wir haben eine Ex-Eco-Platzierung, und zwar die Firma Autosparer und die Firma Autohaus Schmidt. Autohaus Schmidt, jemand, den wir schon kennen aus dem letzten Jahr, auch damals Sieger, ganz neu mit dabei, Autohaus Sparer, und auch da freuen wir uns sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich darf jetzt den René kurz bitten, dass er in ein paar Worten erklärt, warum denn die beiden Unternehmen siegreich waren in dem Bereich. Ja, also eines vorweg, es war eine gesamte Juryentscheidung, und ich möchte ausdrücklich noch einmal erwähnen, dass es in sehr vielen Bereichen zu einer wirklich sehr knappen Entscheidung gekommen ist, was man jetzt vor allem auch mit einem Novum in meiner Kategorie, mit einer Ex-Equo-Entscheidung sehen kann. Ich möchte eigentlich jetzt nur ganz kurz zusammenfassen, was meine Findings waren. Ich habe, beziehungsweise wir alle in der Jury haben das auch immer wieder versucht, aus der Kundenseite zu betrachten und auch unterschiedliche Tests durchgeführt. Sei es der Response Time auf Anfragen, die Funktionalitäten, ein Mobile Response auf diversen Endgeräten und Kompatibilität dazu. Zum einen Autohaus Sparer herausgestochen, vor allem auch durch eine sehr moderne Webseite, die auch sehr aktuell gehalten wird. Auch aus der gesamten Customer Journey, die ja wesentlich ist und wie vormals auch schon einige Male erwähnt wurde, dass ein wesentlicher Faktor war, wo eben in dieser gesamten Kundenreise von Anbeginn Kontaktpoint auf der Webseite im Prinzip alles zu finden ist, was der Kunde mit dem Autohaus in Verbindung bringt. Sei es jetzt Informationen wie im Bereich Autohaussparer über Finanzierungsmöglichkeiten, Versicherungen, Werkstatttermine und allgemeine Termine, die online buchbar sind. Aber natürlich auch im Sinne des Kaufinteresses für Neu- und Gebrauchtwagen, einfach die Darstellung der Fahrzeuge mit einer dementsprechenden Fotoqualität, auch einer schönen Anzeige, das mir auch sehr gut gefallen hat, wo alle Fotos in einem Überblick auf der Seite zu finden sind, ohne die jetzt gesondert durchklicken zu müssen. Auch immer wieder dargestellt mit Detailaufnahmen, als auch eine gute Ausstattungsliste und eine dementsprechende Darstellung. Sehr interessant habe ich gefunden, die Möglichkeit, eine Online-Präsentation über das Fahrzeug zu bekommen und auch in weiterer Folge Reservierungs- und Online-Kaufoptionen. Sei noch erwähnt dann auch Dashboards wie eigene Elektrofahrzeugkategorie, ein Mietwagenkonzept, das im Hintergrund steht, wo ich individuell auf die gewissen Tage heruntergebrochen ein Angebot und eine Berechnung für einen Mietwagen bekommen könnte, als auch eine sehr transparente Darstellung von Service-Details wie Reinigungspaketen und so weiter. Und das war sicher der Bereich, der beim Autohaus Sparer herausgestochen ist. Beim Autohaus Schmidt auch ein sehr guter Aufbau der Seite. Hier ist die gesamte Customer Journey absolut abgedeckt. Sehr aktuell gehalten mit Informationen zum Thema Covid-19, aktuelle Sachbezugsthemen und so weiter, die für Kunden interessant, auch Dienstwagennutzer interessant sein können. Auch hier die Terminvereinbarungen online mittels einer Kalenderfunktion, als auch natürlich wieder aus der Ankaufssicht oder Zukaufssicht eines Privatkunden eine übersichtliche Fahrzeugdarstellung mit der Unterscheidung der unterschiedlichen Reiter, die sehr ins Detail auch gehen, und die Fahrzeugdarstellung inklusive einer sehr guten Fotoqualität ist herausgestochen. Aber das Nennenswerteste und die gesamte Customer Journey, vor allem im Autohaus Schmidt zu nennen, ist der Ankaufsrechner oder Eintauschpreiskalkulator, wo der Kunde online für sein mögliches Eintauschfahrzeug einen Preis bekommen kann und den direkt online. Und das rundet natürlich auch hier vor allem im Bereich Autohaus Schmidt die Customer Journey ab, wo ich jetzt nicht nur mich mit dem Thema Autohaus beschäftigen kann, sondern auch online für mein potenzielles Fahrzeug, das ich möglicherweise zum Eintausch geben möchte, auch online innerhalb von weniger Sekunden einen Preis bekommen kann. Und das ist hier auch sehr hervorgestochen. Vielen Dank, lieber René. Wir werden jetzt von meiner Seite natürlich, ja, Entschuldigung, Gratulation an alle Teilnehmer, aber natürlich vor allem an die beiden Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ich werde jetzt versuchen, ist jetzt nicht geplant, das ist wie bei der
bei der Oscar-Verleihung dann überraschend, dass wir den Herrn Nussbaumer von Autohaus Schmidt dazuschalten. Ja, hören Sie mich? Wir sehen. Jawohl, bis Gott, Herr Nussbaumer. Herzlich willkommen. Danke fürs Dazuschalten. Ich weiß nicht, ob die Kamera auch funktioniert, aber sonst machen wir es per Ton. Wie gesagt, ist ja alles spontan, weil wir vorher nicht verraten wollen, wer die Gewinner sind. Herzliche Gratulation von unserer Seite zum Seriensieger geworden, gemeinsam mit Ihrer Gattin, die eingereicht hat. Wunderbar. Ja. Sie, ich wollte das noch erklären. Sie sind als Angelika Nussbaumer eingeloggt, weil Ihre Gattin eingereicht hat. Und wir freuen uns sehr, dass Sie da jetzt mit dabei sind und den Preis entgegennehmen. Ja, sie hat mir aufgetragen, dabei zu sein. aber auf jeden Fall mal danke für die Ehre, dass wir auch dieses Mal wieder gewählt wurden. Es freut uns sehr. Das ist eine große Ehre, noch dazu bei so vielen Teilnehmern. Und wir freuen uns auch, dass wir über unsere Webseite auch den Anklang offensichtlich zu unseren Kunden finden. Sonst würden die Juroren nicht diese Wahl getroffen haben. Das ist uns besonders wichtig. Da werden wir auch weiterhin dran arbeiten. Auch ein Dank an Autohaus Digital für die Unterstützung in diesem Bereich. Da braucht man professionelle Hilfe, um auch seine digitale Außenwelt so aufzubauen, dass sie auch beim Kunden dementsprechend ankommt. Wir haben noch viel zu tun. Man merkt durch Corona, welche Aufgaben uns noch gestellt wurden, ob jetzt das auch den Kunden digital ein Fahrzeug zu zeigen, digital einfach den Kontakt aufrechtzuerhalten in allen Bereichen. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, aber auch sehr viele Aufgaben. Wir merken es jetzt in der Werkstätte mit der Videoübertragung von Fahrzeugen, wie die Bremsen aussehen, Angebote dazu und dergleichen. Also da sind wir auch dahinter, dass das in der Zukunft noch besser funktioniert. Aber die digitale Welt ist eine neue und der müssen wir uns stellen. Wir haben es gehört, groß oder klein, egal. Da haben sogar kleinere Betriebe mehr Möglichkeiten, sich besser zu positionieren als große, die man schon besser kennt. Und das ist eine Aufgabe, die wir gerne wahrnehmen. Und ich freue mich sehr, dass wir gewählt wurden. Und das ist ein Auftrag, auch in dem Bereich noch aktiver zu werden. Dankeschön und danke auch für die Einladung und danke auch für die Wahl. Freut mich sehr. Vielen Dank, Herr Nussbaumer, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, da dabei zu sein und ein paar Worte zu sprechen. Wie gesagt, wir sind sehr stolz, dass wir auch so große Betriebe und so vorbildhafte Betriebe da mit dabei haben. Ich werde jetzt die Moderation wieder zu mir zurücknehmen, um meine Präsentation fortzuführen. Gratulation noch einmal an alle. Dankeschön, lieber René. An alle anderen, Dankeschön noch einmal. Dankeschön. So, wir kommen zur nächsten Kategorie, wo ich den Michael Lüpersbeck und den Wolfgang Scheider bitten darf, einzusteigen und uns auch ihr Gesicht zu zeigen. Die beiden sind schon erwähnt worden, weil wir natürlich genau in ihrer Kernkompetenz unterwegs sind. Hallo Wolfgang. Hallo Michi. Servus. Ja, ihr wurdet schon erwähnt, dieses digitale Wortthema ist natürlich euer Kerngeschäft. Ihr berät Autohäuser im Bereich des digitalen Marketing. Und da vielleicht einen Schritt noch zurück, was war eure Überlegung, in diesen Markt einzusteigen, eine Agentur zu gründen, die sich um dieses Thema kümmert, das vielleicht im Bewusstsein der Betriebe vor ein paar Jahren, als ihr das gegründet habt, noch nicht so hoch war und jetzt erst dazu gekommen ist. Wie war da die Überlegung? Die Überlegung war, dass wir schon einen Teil der Expertise mitgebracht haben vor der Unternehmensgründung und wir beide der Meinung sind, dass wir einen Bereich brauchen, wo wir besser sind als irgendwer anders sonst, wo uns keiner das Wasser reichen kann. Und mit dem Anspruch haben wir sozusagen Autohaus Digital gegründet, stehen jetzt kurz vor unserem vierjährigen Geburtstag und ich glaube, die Entscheidung gibt uns recht und der Erfolg mittlerweile auch. Und eben, wir sehen es auch als eine Aufgabe von uns selber, nicht nur jetzt
Kunden zu beraten und unseren Kunden zu helfen, sondern auch allgemein für Sensibilisierung rund um digitale Themen oder digitales Marketing in der Automobilbranche zu sorgen. Und genau aus dem Grund unterstützen wir auch den Digital Award jetzt auch schon zum zweiten Mal. Alles klar. Vielen Dank dafür, dass ihr da auch mit dabei seid mit eurer Expertise und als Partner und Unterstützer. Ich mache es wieder ganz kurz spannend. Wir haben einen neuen Teilnehmer am dritten Platz, die Autowelt Linz. Auch ein bekanntes, großes Unternehmen in Linz. Und wir freuen uns sehr, dass ihr das erste Mal mit dabei wart und gleich den dritten Platz geschafft habt. Auf Platz 2 ein bekanntes Autohaus, wieder das Autohaus Schmidt mit einer sehr spannenden Kampagne. Und damit bleibt der Sieg noch über für das Autohaus Kohler Strauß. Und ich darf jetzt die beiden Kollegen bitten, uns ganz kurz zu erzählen, warum denn die Wahl auf das Autohaus Kohler Strauß in St. Michael im Burgenland gefallen ist. Mhm. So, da darf ich nochmal das Wort ergreifen. Also die Wahl, das war ja nicht unsere Wahl, es war eine sehr demokratische, ein sehr demokratischer zweistufiger Prozess und auch ein relativ knappes Ergebnis, aber finde ich toll, dass das Beispiel Kohler Strauß da das Rennen gemacht hat. Aus vor allem Gründen, die Kollegin Kampfer am Anfang schon gesagt hat, nämlich eigene Inhalte und die vermarkten. Weil ein Autohaus verfügt ja grundsätzlich über sehr, sehr viel Expertise, wenn man die Verkäufer und Geschäftsführer anschaut. Die kennen ja wirklich mehr oder weniger jeden Schrauben von den Autos, die sie verkaufen. Aber diese Expertise wird in den wenigsten Fällen auch online wiedergespiegelt. Und wenn man daran denkt, dass 90% der Personen, die ein Auto kaufen, die ersten Schritte online tätigen, dann sollte ein Händler schon in die Richtung arbeiten, dass er seine Expertise auch in seine digitalen Medien etwas präsentiert. Also, was hat Kohler Strauß gemacht, was wir sehr toll gefunden haben? Sie haben einen Fahrzeugtest veröffentlicht rund um den BMW 330e, also ein Hybrid-Kombi von BMW. Und da findet man auf der Webseite, also im Autohaus Blog von Kohler Strauß, einen sehr umfassenden Artikel mit selber verfassten Texten, einen selber aufgenommenen Video, eigenen Fotos. Also die haben sich da schon einiges angetan, um da wirklich den Kunden einen Mehrwert zu bieten, was das Wissen rund um Hybridfahrzeuge betrifft. Nicht nur, hey, hallo, da wir haben ein schönes Auto, das wir euch zu einem tollen Preis verkaufen wollen, sondern eigentlich viel früher in dieser Customer Journey, sondern nämlich ich kläre den Kunden auf, was ist ein Hybrid, für wen ist das Fahrzeug spannend und was kann im Besonderen dieser 30e. Ja, wir haben jetzt eine kurze Unterbrechung gehabt bei dir, Michi. Jetzt schaltet es wieder vor, okay. Vielleicht macht es wieder. Ja, die nächste wunderbar. Slide hätte ich gern, bitte. Jawohl, ist das die schon oder eine Wetter noch? Die da? Okay. Was uns eine zurück noch bitte. Was uns extrem gut gefallen hat, also dieser Artikel ist nicht einfach so nur auf der Seite veröffentlicht worden, im guten Glauben, dass irgendwer irgendwann da drüber stolpert, sondern der Artikel ist auch sehr intensiv beworben worden über Facebook, Google, Newsletter. Das heißt, der Beitrag hat auch genügend Nutzer erreicht und somit auch gewisse Nutzersignale generiert. Und Nutzersignale sind mitunter einer der wichtigsten Ranking-Faktoren, um in Google eine Top-Position einzunehmen. Das ist dann auch passiert und ich glaube, das hat auch die Jury am meisten beeindruckt, weil wenn Sie jetzt, können es auch zu Hause bei Ihnen oder im Büro versuchen, wenn Sie der BMW 330 Touring Test eingeben, kommt der Betrieb Kohler Strauß an allererster Stelle, noch vor der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder Motor 1, einem sehr bekannten und reichweitenstarken Magazin aus unserer Branche. Also es ist ganz ein toller Case Study und ganz ein tolles Beispiel, dass es absolut Sinn macht, als Autohaus auch in Inhalte zu investieren, die ich auf meiner Webseite veröffentliche und somit meine Expertise in dem Fall als Hybrid-Spezialist oder als Experte für alternative Antriebsformen sich bei den Kunden zu positionieren. In dem Fall Gratulation an das komplette Team bei
Cola Strauß. Mir persönlich freut es natürlich ganz besonders, weil ich als Südburgenländer sozusagen einen Heimatvorteil da mitschicken kann. Also Gratulation an das ganze Team, weiter so und alles Gute für 2021. Vielen Dank, Michi Löbersbeck. Ich versuche jetzt die Frau Elisabeth Gager zuzuschalten. Hören Sie uns, Frau Gager? Ja. Wunderbar, herzlich willkommen, herzliche Gratulation. Guten Abend. Perfekt mit Kamera, wunderbar. Vielen Dank, dass Sie dabei sind und dass Sie uns auch die Möglichkeit geben, ganz spontan da jetzt ein kurzes Hallo zu sagen. Sie sind fürs Marketing zuständig im Autohaus Kohler Strauß. Genau, ich bin fürs Marketing zuständig und deswegen freut es mich natürlich sehr, dass wir den ersten Platz belegt haben. Das Jahr war sehr herausfordernd. Es hat uns viel abverlangt, auch im digitalen Bereich. Aber wir haben das gut gemeistert, auch mit der großartigen Unterstützung von Autohaus Digital. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber wir werden das auch noch schaffen. Aber das ist jetzt natürlich eine tolle, tolle Ehrung für uns. Aber ich darf davon ausgehen, dass das Thema digitales Marketing nicht erst seit Corona bei Ihnen stattgefunden hat, sondern Sie sind auf dem Zug schon länger unterwegs, sonst könnte man das nicht auf der erfolgreichen Weise jetzt weiter fortführen. Das heißt, Sie beschäftigen sich schon länger damit. Ja, wir beschäftigen uns schon länger damit. Natürlich jetzt nicht so in dem Ausmaß, wie es heuer war, aber wir sind schon länger auf dem digitalen Zug, ja. Also so wie Facebook und auch die Homepage, die wir neu gestaltet haben, das haben wir jetzt auch sehr stark in den Angriff genommen und heuer dann noch forciert. Okay. Vielen lieben Dank, Frau Gager. Herzliche Gratulation. Also vielen Dank nochmal. Danke, danke. Wir sehen uns dann bei der Reportage und der Pokalübergabe und die Urkunde ist dann okay, vorher. Super. Ja. Vielen Dank. Dann kommen wir weiter. Ich darf die bisherigen Herrschaften auch den lieben Michi wieder hinausbitten aus dem Kamerabereich. Und freue mich, den Michael Gawander, Head von Auto und Motor bei Willhaben, zu begrüßen. Ein Car-Guy oder Benzinbruder, wie ich ihn kennengelernt habe, der aber natürlich mit Willhaben auch den digitalen Bereich bestens abdeckt. Michi, aus deiner Sicht, warum seid ihr beim Digital Award engagiert? Warum ist die Digitalisierung so wichtig für die Kfz-Betriebe? Aus unserer Sicht also ist jetzt klar, unser Geschäft ist digital und nahezu rein digital und wir stellen die Schnittstelle zwischen Händler und Kunden dar und das ist die digitale Schnittstelle. Also ich habe 2006 bei Willhaben begonnen, habe die ersten Autohändler im Osten für Willhaben gewinnen können und da habe ich Sachen gehört. Das war 2006 teilweise schon gruselig. Und man muss dazu sagen, es beschleunigt sich alles, also es wird alles immer digitaler. Corona hat es noch einmal beschleunigt. Also wir haben ja gerade erst die Ergebnisse von unserer Mobilitätsstudie mit dem Corona-Effekt auch publiziert. Und die halt sagen, das haben wir immer so gemacht und das werden wir weiter so machen, werden zum Glück immer weniger, muss man dazu sagen. Also ich kenne kaum mehr welche. Die Frage ist halt, ob sie gelernt haben oder ob sie in Frühpension sind. Und das ist einfach irrsinnig wichtig, da an dieser digitalen Schnittstelle einfach auch anzudocken und die Kunden dort abzuholen. Und da ist halt ein wichtiger Faktor natürlich auch der Social Media Auftritt. So wie wir jetzt gehört haben, 20 Kontaktpunkte, bevor der überhaupt einmal ins Autohaus kommt. Und mit 1,3 Autohausbesuchen im Schnitt heißt das, der kauft dann auch. Oder halt nicht. Das heißt, es muss im Vorfeld alles perfekt passen, bis ich dann überhaupt einmal klassisch am Schreibtisch sitzen habe und aufdrucken kann, wie es so schön heißt. Diese Informationen kann natürlich auch bestens auf Willhaben positionieren für den Anfang. Bis er den Händler dann auf seine Website oder in sein Autohaus bringt. Ja, sonst so, aber es ist also natürlich freut es uns, wenn die Händler bei uns sind. Es ist ja eben mittlerweile fast jeder österreichische Händler bei uns. Aber es ist halt, wie die Frau Dr. Kampfer auch gesagt hat, es ist das Gesamtbild. Also selbst nur Willhaben ist wichtig und da werde ich vermutlich auch die meisten Fahrzeuge verkaufen. Nur je teurer es wird, und das sehen wir auch, ja, also je jünger das Fahrzeug ist, je höher die Preisklasse ist, desto eher geht der Nutzer, der ruft nicht an oder schreibt keine Anfrage, sondern der geht auf die Webseite des Händlers oder der schaut seinen Social-Media-Auftritt an. Oder wie Mr. ATZ gesagt hat, schaut sich mal die Google-Bewertungen an oder auch bei uns das Händlerprofil. Aber es ist immer das Gesamtbild und das muss stimmig sein. Und
das ist auch das, glaube ich, was wir, also zumindest was wir beim Social Media Auftritt auch mitbewertet haben, ist dieses digitale Versprechen, was ich gebe, halte ich das auch am Platz? Und das ist ganz wichtig eben, dass diese Experience, diese Customer Experience, die Customer Journey, dass das aufeinander abgestimmt ist und nicht, dass ich super fancy Fotos habe und dann stehe am Schoderplatz vom Container. Also das wird auch nicht funktionieren. Okay. Gut, dann werde ich mir fürs nächste Mal einen Trommelwirbel dann dazu bestellen für diese Phase. Diesmal machen wir es noch ohne. Wir sind alte Bekannte, auch wenn wir 68 Einreichungen haben, sind die Besten der Besten doch immer wieder die gleichen. Das Autohaus Strauß hat hier den dritten Platz erreicht. Platz 2, Ford Danner aus Oberösterreich, Schlüsselberg bei Grieskirchen. Ein neuer, wenn ich mich richtig erinnern kann, freut uns sehr, dass es auch gleich zum zweiten Platz gereicht hat. Und auf Platz 1 ist das Autohaus Huber, BMW-Betrieb in der Steiermark. Und ich würde dich bitten, vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, warum das Autohaus Huber beim Social-Media-Auftritt den ersten Platz beim Digital Award erreicht hat. Das kann man ganz leicht. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wenn du nochmal klickst, bitte, lieber Gerald. Wir haben uns, also es waren sehr, sehr viele gute Einreichungen dabei, muss man auch dazu sagen. Es war ein sehr demokratischer Prozess, habe ich heute schon gehört. Das stimmt auch. Es haben alle hier beim abgestimmt. Wir haben das intern auch bewertet mit den Leuten, die bei uns selbst Social Media Marketing machen. Also da bin jetzt nicht ich im stillen Kämmerlein gesessen und habe gewürfelt, sondern ich habe das auch bei uns ins Marketing gegeben, die sich da richtig gut auskennen und das viel besser bewerten können als ich. Und man muss auch dazu sagen, zum Lob für die Firma Huber war unser Favorit, auch intern, und freut uns, dass auch die anderen Juroren uns dazu gestimmt haben, weil einfach unter diesen ganzen hochqualitativen Einreichungen das einfach immer noch dann die Stufe drüber war, ein bisschen professioneller, ein bisschen stimmiger war. Wir sehen extrem gute Fotos, die zum Engagement einladen. Die Fotos sind selbst gemacht, die sind in-house, die zeigen auch das Autohaus. Also das sind wir wieder, das sehe ich online, und wenn ich beim Autohaus stehe, das ist dasselbe Bild. Also das ist jetzt nicht irgendein Importeursfoto vor möglicherweise einer deutschen Sporthalle, sondern das ist das Autohaus. Wir haben einen Content-Mix zwischen aktuellen Themen wie Corona, aber genauso zum Thema Emotionen rund ums Auto, also auch die Marke perfekt getroffen, weil BMW arbeitet ja selbst sehr stark mit Emotionen. Die Summe aller Teile ist es. Also es ist stimmig, es schaut jeder Beitrag gleich aus, es sind die Fotos in einem ähnlichen Stil gehalten. Es ist egal, ob ich auf Instagram bin, ob ich auf Facebook bin. Das passt einfach und da ist diese Essenz dieses Autohauses einfach drinnen und in jedem Beitrag spürbar. Es ist sicher sehr, sehr viel Arbeit. Es wurde zumindest laut der Einreichung auch intern gemacht. Also da auch Respekt. Ist, glaube ich, auch ein guter Weg, dass sich selbst damit zu beschäftigen und es nicht einfach quasi outzusourcen und hoffen, dass das da gut funktioniert, obwohl gute Agenturen natürlich den Ball immer wieder zum Outlast zurückspielen, muss man auch dazu sagen. Der Facebook Messenger öffnet sich gleich zur Kontaktaufnahme, das heißt, ich kann gleich interagieren, ich habe gut gepflegte Kontaktdaten, ich kann einfach Kontakt aufnehmen und wo man auch sieht, dass das funktioniert, ist, sie haben sehr, sehr viele Fans und Follower. Das heißt, es wird angenommen, es wird geliked und Nutzer folgen dem Autohaus einfach gerne. Und das gehört natürlich auch dazu. Und deswegen ist aus unserer Sicht die Firma Huber der klare Sieger und herzliche Gratulation. Vielen Dank für die gute Präsentation. Ich habe jetzt versucht, den Herrn Julian Kinzel dazu zu schalten. Hören Sie mich, Herr Kinzel? Ja, ich höre Sie. Hören Sie mich? Ja, wunderbar. Alles herzliche klar. Gratulation. Ich weiß nicht, ob die Kamera auch funktioniert oder ob wir bei Audio bleiben. So, na, es sollte jetzt funktionieren im Moment. Ja, genau, jetzt funktioniert es. Also, danke schön. Herzliche Gratulation. Danke, dass Sie so spontan sind und uns da gleich die Gelegenheit geben, Sie auch zu präsentieren und zu zeigen, wer da dahinter steckt. Ich durfte auch schon mal bei Ihnen zu einer Reportage sein. Ich weiß, dass das ein sehr innovatives Unternehmen ist. Wusste ich allerdings nur analog, offensichtlich sind Sie auch auf dem digitalen Weg schon sehr gut unterwegs. Wie lange seid ihr da schon? Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ich kann mich noch erinnern, als Sie das Interview geführt haben vor circa 3,5 Jahren bei uns. Es freut mich jetzt, dass unser Betrieb da als
erster hervorgegangen ist, wie das Ganze gestaltet war, das darf ich jetzt meinen Sohn übergeben, der das auch fast zur Gänze alleine, und da bin ich jetzt natürlich sehr, sehr stolz und können wir auch sehr, sehr stolz sein. Er macht die Fotos, er macht den Content und er betreut auch die Seite. Und wie er das Ganze macht, das wäre jetzt vielleicht besser, wenn er ein Interview mit Ihnen selber sagt. Also danke noch einmal für diese tolle Platzierung und die Bewertung. Das war Ihr Verdienst, nicht unserer. Die Jury durfte das Beste auswählen. Und Herr Kinzel hilft ganz offensichtlich mit diesen Themen. Sie beschäftigen sich schon länger mit dem Thema? Ja, ziemlich. Es ist genauso, wie Sie sagen. Es ist alles aus einer Hand. Ich mache alles selbst. Ich mache die Homepage. Ich mache unseren gesamten Social-Media-Auftritt. Und das hilft natürlich enorm, dass man da einen einzigen Ton hat, der sich dann wirklich durchzieht durch die ganzen Kanäle. Das muss man auch sagen. Und ich mache das jetzt seit circa 1,5 Jahren, seit einem Jahr. Und natürlich gibt es immer Startschwierigkeiten. Aber wenn man die ganzen Skills einmal kann, wenn man einmal die Kamera verstanden hat, grob gesagt, dann wird das alles immer leichter und auch macht dann im Endeffekt auch immer mehr Spaß. Und ich muss natürlich auch sagen, die ganze Interaktion mit unserer Community auf Instagram vor allem, natürlich auch auf Facebook, das gibt einem ja auch ziemlich viel zurück. Also das ist ja was Positives, das macht ja Freude. Und das ist das, was mir an dem Ganzen so gefällt. Deshalb mache ich es auch so gern. Was mich noch interessieren würde, Herr Kinzel, reicht da das persönliche Interesse als junger Mensch, dass man diese Dinge auch privat nutzt, oder muss man sich da schon auch ein bisschen wissenschaftlich was aneignen und sich in Literatur oder an den digitalen Wegen weiterbilden, dass man da wirklich immer am aktuellsten Stand ist? Man muss schon ziemlich viel Zeit investieren, damit man das auch alles mal lernt. Es ist ein Handwerk, Fotografie ist ein Handwerk, und damit beschäftige ich mich schon länger, also sicher schon 6, 7 Jahre, muss man sagen, aktiv. Also einfach die Kamera auf anzugreifen und zu fotografieren, auf diesem Niveau nicht sofort. Also es ist ein sehr langer Weg, muss ich sagen, damit man das alles einmal erlernt. Vor allem dann auch die Bearbeitung und in weiterer Folge vielleicht auch die Videos. Okay. Das durfte ich lernen. Also das ist ein Glück, wenn man sowas in-house abbilden kann, weil es natürlich viel authentischer rüberkommt, als wenn man da jemals einen separaten Fotografen beauftragen muss, der vielleicht auch emotional mit dem Unternehmen gar nicht so verbunden ist. Also beneidenswert, wenn das im eigenen Unternehmen und in der eigenen Familie da stattfindet. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man ist fast immer anwesend und kann auch wirklich den Alltag irgendwie einfangen, was ein engagierter Fotograf vielleicht nicht immer kann. Wunderbar. Gut, dann nochmal herzliche Gratulation auf diesem Wege. Dankeschön. Persönliche Gratulation dürfen wir anschließen, wenn wir dann vor Ort sind, um die nächste Reportage. Ich habe nicht in Erinnerung gehabt, Herr Kinzel, dass es schon wieder so lange her ist. Also höchst an der Zeit, dass ich wieder mal zu Ihnen komme. Das glaube ich auch. Herzlich eingeladen. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns. Nochmal herzliche Gratulation. Vielleicht bleiben Sie noch gerne ein bisschen mit dabei. Gut, Dankeschön. Lieber Michael Gawander, ebenfalls Dankeschön. Ich wollte noch beiden gratulieren, nämlich dem, der das so gut kann, und dem, der clever genug ist, ihn machen zu lassen, auch wenn er selber nicht ganz versteht. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Absolut wichtig. Man muss wissen, wenn man was nicht kann. Ich glaube, das ist schon ein Teil des Weges. So ist es. Okay. Vielen Dank. Alles Gute. Dann gehen wir weiter und kommen zur Kategorie Nummer 4. Zum innovativsten digitalen Autohausmanagement. Das ist eine neue Kategorie, die uns für heuer sehr wichtig war, nämlich auch um Prozesse abzubilden, die im Autohaus passieren und jetzt nicht nur den Verkauf, also die Fahrzeugverkauf betreffen, sondern die auch mehr in die Werkstätte gehen. Und da konnten wir als Jura und Partner auch einen hochkarätigen Partner gewinnen. Der Herrn Strohbichler ist Geschäftsführer von S4 Computer und von der One Dealer GmbH, ein deutsches Unternehmen, das sich genau mit diesen Dingen beschäftigt und der da auch eine sehr große Expertise hat. Herr Strohbichler, darf ich Sie bitten, zu uns zu kommen? Hallo? Sehen Sie mich? Hallo? Hören Sie mich? Wir hören Sie uns. Also, vielen Dank für die Einleitung, Herr Weiß. Ja, ich glaube, manche kennen mich ja von den, wie gesagt, auch von Autohäusern, sind einige Bekannte dabei. Wie Sie wissen, bin ich ja schon, oder viele wissen, seit 92 Mitbegründer der S4 und seit Mai 2015 auch Geschäftsführer und Österreich-Repräsentant der One Dealer. Ich möchte es ganz kurz sagen, was wir
Yvonne Dieler, was hier die Bedeutung ist und warum wir uns hier jetzt so einsetzen, auch hier um den Autohäusern hier den digitalen Vorsprung in Zukunft auch geben zu können. Wir haben uns in den letzten Jahren von Yvonne Dieler zu 100% nur auf die Entwicklung von Lösungen zur Digitalisierung und Optimierung, sage ich mal, auch der Sales und auch der After-Sales-Prozesse des Autohauses sehr konzentriert. Also wir haben hier mit Daimler zum Beispiel ein großes Projekt aufgesetzt, was hier 300 Händler bekommen sollen. Ich will aber nicht zu viel Eigenwerbung jetzt machen. Wichtig ist ja, dass man hier unseren Händlern und unseren Kunden hier wirklich hilft. Also ich glaube mal, das hat sich bestätigt, dass die Digitalisierung, das glaube ich, muss man gar nicht mehr groß erwähnen, eine unabdingbare Voraussetzung für erfolgreiches Geschäft jetzt ist und vor allem natürlich in der Zukunft auch sein wird. Also wenn Sie Lust haben, schauen Sie mal auf www.vondila.com. Hier sind auch viele vielleicht Überlegungen, die wir uns gemacht haben, die vielleicht auch für Sie relevant sein können. Ich würde gar nicht mehr dazu sagen. Also nur mal Digitalisierung ist ein absolutes Muss. Und ich möchte mir auch sagen, wir haben den Event sehr gerne gesponsert und sind sehr froh und sehr stolz, bin ich persönlich, aber auch unser Team, dass wir hier dabei sein dürfen und auch, ich möchte sagen, als ältester Juror, glaube ich, hier mitstimmen habt dürfen. Und der ganze Prozess, muss ich sagen, hat mich sehr begeistert, auch hier die Kollegen aus den Juroren hier kennenzulernen und die Meinungen einzuholen. Man lernt auch im, sage ich mal, betagteren Alter doch stetig was dazu. Vielen Dank dafür einmal. Ja, dann wird man, glaube ich, vielleicht zur Siegerehrung dann kommen. Ich wollte das nur, also vielen Dank für das Lob an der Stelle. Es ist wirklich für alle, das muss man dazu sagen, auch für alle Juroren, doch viel Aufwand gewesen. Also 68 Einreichungen in einem zweistufigen Prozess und mehreren Abstimmungen. Also es war schon viel Aufwand, der uns allen sehr Spaß gemacht hat. Und an dieser Stelle danke dafür. Dann kommt jetzt mein Trommelwirbel, den ich leider nur in meinem Kopf und nicht über den Lautsprecher abspielen kann. Und wir sind wieder bei einem alten Bekannten, die Frau Babitsch. Ich möchte jetzt an dieser Stelle herzlich gratulieren, die hat letztes Jahr gewonnen vom Autohaus Keusch und hat heuer schon zum zweiten Mal in der zweiten Kategorie den dritten Platz erreicht. Ich bin sicher, das nächste Mal wird es wieder für den vordersten Platz reichen und würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Auch ein Bekannter aus dem letzten Jahr mit dem zweiten Platz, Autohaus Gaberschik in Graz, altbekannter und erfolgreicher Ford-Händler mit dem zweiten Platz. Und dann haben wir jemanden, den wir auch vom letzten Jahr kennen, aber noch nicht an der obersten Stelle. Das ist das Autohaus Weidmann, das uns immer schon aufgefallen ist für eine sehr digitale Abwicklung und das uns das heuer von der Jury mit dem ersten Platz belohnt wurde. Und ich darf den Herrn Strobich jetzt bitten, das kurz vorzustellen. Wenn Sie hier klicken, Sie haben ja hier die... Meine Ups. Folien haben wir sie, genau. Ja. Gut. Ja, ich darf das sehr gerne sagen. Ich möchte noch einmal sagen, es war sehr, sehr knapp und es war dann eine demokratische Entscheidung. Ja. Auch die beiden anderen genannten waren ganz knapp in Punkten dran. Also ich möchte schon erwähnen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Ganz generell, wenn Sie da vielleicht eins weiterklicken, Herr Weiß. So, ich möchte es kurz vorstellen. In der kurzen Zeit, die man hat, man könnte viel mehr darüber sprechen. Aber es ist ja sehr wichtig, natürlich, wie wir jetzt vorher schon gesehen haben, hier die digitalen Auftritte optimal zu gestalten. Aber wie schauen dahinter die Systeme aus, damit das Ganze ja dann, sage ich mal, funktioniert? Und das, ich nehme mal jetzt das Beispiel her, dass die Online-Börsen auch optimal bedient werden. Das hat uns hier bei dem Autohaus Weidmann sehr beeindruckt. Es gibt ja viele Arten, den Fahrzeugexport in die Online-Börsen zu organisieren. Die Firma Weidmann zeigt aber hier in einem Beispiel, also wie professionell es möglich ist, durch eine übersichtliche und sehr transparente Form. Und einer möchte sagen, was besonders wichtig ist, einer durchgehenden Pflichtfeldprüfung, sodass wirklich die Autos in den Online-Börsen, sage ich mal, optimal dargestellt werden und auch vollständig dargestellt werden, ist, glaube ich, hier sehr gut dargestellt, wenn man vielleicht das Bild da nicht so genau sieht, aber ich habe mit dem wirklich im Detail hereingeschaut und das ist großartig gelöst, also intern, sage ich mal, innerhalb vom DMS. Wenn Sie bitte ans Weiterblättern, was auch sehr wichtig ist, dass sie stets up to date ist. Ja. Es passiert wirklich allzu oft und das weiß ich aus eigener Erfahrung auch, wenn ich schon mal Auto gesucht habe, dass ich mich oft sehr geärgert habe, dass ich mich wirklich für Auto sehr interessiert habe. Und dann, nachdem ich Kontakt aufgenommen habe mit dem Autohaus, habe ich auf Rückfall erfahren, es ist schon verkauft. Das schafft Ärger und ist eigentlich unprofessionell. Und
hier zeigt es, dass die Firma Weidmann es schafft, dass es stets aktuell ist. Also ich möchte wirklich sagen, sehr gut gelöst, wirklich. Vielleicht nochmal ans weiter. Hier möchte ich einmal die Überschrift sagen. Da fehlt eine. Ganz eine wichtige. Ja, genau. Das ist für mich eigentlich das, was für mich, möchte ich sagen, und auch für meine Kollegen, also wir haben es ja gemeinsam angeschaut, eigentlich der bedeutendste, sage ich mal, Überblick ist, was man hier tun kann in einem Autohaus, sodass wirklich kein Lead verloren geht. Ja? Weil, möchte ich mal so sagen, der Schlüssel für einen erfolgreichen Verkauf ist eigentlich stets am Kunden zeitnah dran zu bleiben. Das heißt also schnell zu reagieren, möglichst, also wenn ein Interesse reinkommt, auch wirklich sofort nachzurufen und den Kunden bestmöglich zu bedienen. Und hier sieht man in dem Bild, glaube ich, sehr, sehr schön, die Firma Weidmann zeigt sehr wirklich gut, wie man durch klare Vorgaben für den Verkäufer wirklich jeden Lead nachzugehen, keinen hinten nachzulassen. Und was auch sehr wichtig ist, man sieht das hier in einigen Punkten, auch die Zufriedenheit stets nachzufragen und so, sage ich mal, die Kundenloyalität zu schaffen, die heute immer wichtiger ist, nachdem, wie wir auch gehört haben, auch von der Frau Dr. Kampfer, heute doch sehr viel online passiert und die direkten Besuche im Autohaus ja sehr stark zurückgehen, ist sehr, sehr wichtig, hier wirklich am Ball zu bleiben. Und das Bild und diese Lösung, die Sie hier gezeigt haben aus dem CM, ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Was mir auch sehr gut gefallen hat, und ich muss sagen, das habe ich in der Art noch wenig gesehen, und da haben auch wir jetzt, glaube ich, von der S4 noch Nachholbedarf, dass wir unsere Kunden mit solchen Systemen auch ausstatten. Einfach hier sagt man, dass man hier entsprechende Checklisten auch für die Fahrzeugaufbereitung, ich sage mal ähnlich wie bei einer Pilotencheckliste vor dem Abflug, und wieder ein Baustein, also ich sage, wenn ihr heute ein Auto dann ausliefert, dass das wirklich durch und durch sauber ist, geputzt ist und in Ordnung ist und einfach alles okay ist, möchte ich es einmal so überschreiben. Auch hier hat mir wieder sehr gut gefallen. Und dann kommen wir vielleicht zum letzten Bild. Auch hier wieder diese Checklisten, die hier vom Team dann oder von dem jeweiligen Mechaniker oder wer immer den Auftrag bekommen hat, oder der Einkäufer, sage ich mal, dass auch der Einkaufstest ist hier wirklich hochprofessionell vorbereitet. Und so sorgt die Firma Weidmann wirklich dafür, dass wirklich nichts übersehen wird. Und das ist, ich möchte sagen, was ist das Ergebnis daraus? Das schafft ja nicht nur die Sicherheit auch für die Bewertung, sondern die Sicherheit vor allem für ihre faire und ehrliche Beratung des zukünftigen Gebrauchtwagenkäufers. Auch hier wieder ein wichtiger Punkt, um hier Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität zu erreichen. Ich möchte an dieser Stelle wirklich sagen, großartig, ich möchte sagen auch, dass die anderen zwei erwähnten Firmen, Kabersteg und Gräusch, auch hier wirklich großartige Eintragungen gemacht haben. Und es war, ich möchte es nochmal erwähnen, sehr, sehr knapp, aber ich möchte hier an dieser Stelle dem Autohaus Weidmann, wenn Sie nochmal ans Weiterklicken, haben wir noch ein schönes Bild dazu gegeben, sehr herzlich gratulieren. Und nur weiter so. Und wie gesagt, hier, Sie haben das sehr, sehr gut und überzeugend gelöst in Ihrem Betrieb. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Herr Stobichler, auch für Ihre Expertise in dem Zusammenhang, weil Sie da wirklich sehr viel Erfahrung haben. Wir werden jetzt versuchen, den Manuel Weidmann dazu zu bekommen. So eine Live-Schaltung sagt man normalerweise dann im Fernsehen. lieber Manuel, hörst du uns? Das Kamerasymbol ist an. Ja, hallo. Hallo, hörst du mich, Gerald? Jawohl, hallo Manuel. Ja, super. Schönen guten Abend an alle. Perfekt. Die Kamera hast du auch probiert oder belassen wir es beim Audio? Ich probiere es gerade. Schauen wir mal. Ja. Digital ist ja immer nicht recht einfach, dass man das natürlich auch immer hinbekommt. Aber schaut gerade nicht so gut aus. Ja, nein, bleiben wir bei. Hätte gerne ein Bild gezeigt. Nein, aber du bist nicht der Einzige. Wir haben in der Vorbereitung auch schon die eine oder andere Problemsystematik gehabt. Das ist offensichtlich das Webinarprogramm relativ heikel, wenn vorher irgendwelche anderen Programme mit der Kamera aufgeöffnet waren, dann legt sie das irgendwie drüber. Aber wir freuen uns sehr, dass du audiomäßig mit dabei bist und sehr herzliche Gratulation. Wir reden ja auch schon öfter über dein digitales Engagement, das ich ja auch zum Teil kenne, und es freut mich sehr,
dass es diesmal gelungen ist. Das ist bei dir ein wirkliches Steckenpferd. Also das ist jetzt auch nichts, was aus der Not heraus geboren wurde, sondern diese Digitalisierung deines Autohauses ist dir offensichtlich ein echtes Anliegen. Grundsätzlich ist das immer schon bei mir so ein Thema gewesen. Seit meiner Kindheit schon wollte ich Dinge vereinfachen und meine EDV dazu nutzen, mir das Leben ganz einfach einfacher zu machen. Nächstes Jahr bin ich bei jetzt 20 Jahre dann in der Firma, mittlerweile übernommen von meinem Vater und seit 6 Jahren glücklicher Alleinherrscher als Geschäftsführer. Das heißt, seit 6 Jahren konnte ich das immer erst richtig nach vorne bringen durch die ganzen Entscheidungen und auch diverse Altlasten abzulegen, die was vielleicht ab und zu mir blockieren. Da spreche ich auch ältere Mitarbeiter an, die was leider halt nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen. Da muss man natürlich auch mit der Zeit gehen, auch im Guten natürlich auch. Hat mir sehr viele Möglichkeiten gegeben. War sehr, sehr anstrengend, das Ganze. Aber schlussendlich ist es jeden Tag ein Lernprozess. Also man muss grundsätzlich wirklich sagen, jeglichen Prozess durchzudenken im Sinne des Mitarbeiters, im Sinne des Kunden. Ja, man muss sämtliche Prozesse zusammenführen. Man muss schauen, dass man wirklich, wie es vorher schon so schön erwähnt worden ist, die digitale Welt zur analogen Art wirklich in Einklang zu bringen. Und das ist wirklich nach 20 Jahren und wirklich 6 Jahren effektiven Weiterentwickeln wirklich das Schwierigste am ganzen Projekt. Die EDV zu haben, die DMS-Systeme, die Unterstützung, das ist alles gut und schön. Wenn nicht wirklich der Prozess durchdacht ist, kann es nicht funktionieren, weil du musst deine Mitarbeiter davon überzeugen, dass es ihnen Zeit spart. Und wenn das einmal gelingt, dann kann man überlegen, dem Kunden auch, vielleicht kann man es schaffen, den Kunden wirklich auch zu begeistern, ja. Und digitale Welt soll einfach Zeit gewinnen, die digitale Unterstützung soll Zeit gewinnen für den Kunden, weil das ist nämlich die Gefahr, dass man natürlich vor dem Bildschirm sitzt. Hört sich ein bisschen konfus an, war aber ein Riesenkriterium für mich, dass ich das grundsätzlich nicht mag, wenn ein Kunde im Showroom schon hereinkommt, wie man schon gehört hat, 1,3 Mal, das ist nicht mehr recht viel, dann darf man wohl verlangen, dass man natürlich auch aufsteht und den Kunden herzlich willkommen heißt. Ja. Nicht nur digital, sondern auch analog. Das muss authentisch sein, das muss zusammenstimmen. Die digitale Welt muss einfach zusammenstimmen, dann wie es vor Ort auch vorhanden ist und das muss gelebt werden. Ja. Und ich habe in meinen vielen Jahren viel erlebt schon, aber grundsätzlich gilt das Credo immer Vorleben. Ohne Vorleben funktioniert es gar nicht. Da helfen auch keine Anleitungen von 100 Seiten, die kann man sich grundsätzlich einmal sparen. Es geht darum, dass man es vorlebt und den Erfolg oder das Ziel vor Augen hat. Und da gibt es nur den Kunden. Alles andere ist nur Hilfsmittel. Ja, schlussendlich brauchen wir den Kunden, der was uns das Geld hereinbringt. Aber du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, da auch wirklich selber entwickelte Lösungen in der Anwendung, also nicht irgendwas, was es schon fertig gibt, sondern für dich selber entwickelte Lösungen, die deine Prozesse da optimieren. Genau so ist es. Also wir sind einzige Verfechter von unserem CRM-System oder DMS-System von Österreich. Das ist die Firma, würde jetzt keine Werbung machen, ist die Firma Betzemeier. Allerdings war die vor 18 Jahren, haben wir die ins Boot geholt, war das die einzige innovative Firma für uns, die was in Zukunft uns die richtigen Wege da liefern kann. Und das war die geben mir zumindest das Werkzeug. Ja. Meine Arbeit war es wirklich, das so umzumodeln, dass es bei meinen Unternehmen auch dann passt. Und das war wirklich eine Herausforderung. Also das kann man wirklich sagen, man muss das wirklich ja, mit Bedacht durcharbeiten und mit einem wirklich einen durchdachten Plan sich Ziele setzen und sich Step by Step nach vorne arbeiten. Von alleine funktioniert es nicht. Täglich leben, gell? Täglich leben. Täglich leben. Ja. Genau so ist es. Und man muss wirklich jemanden vor Ort haben. Es hilft auch nichts. Ich habe auch keine Unterstützung diesbezüglich bekommen. Ich habe mir das durch nächtelange als Arbeiten selbst erlernt und auch durchgedacht, weil schlussendlich musst du selber als Geschäftsführer wissen, wie soll mein Unternehmen funktionieren? Was sollen meine Mitarbeiter machen? Wie sollen sie sich verhalten? Sie müssen spielerisch umgehen. So wie die Jugend, sagen wir, heutzutage wird oft verteufelt bezüglich Elektronik. Natürlich kann manche nicht mehr in die Augen sehen, aber das kann man der Jugend noch trainieren. Das Schöne bei der Jugend ist oder bei den doch jüngeren Mitarbeitern, die ich sehr viele habe dadurch, sie sind spielerisch gegenüber dem Kunden. Und der Kunde merkt, wie einfach die EDV-Welt oder die IT-Welt sein kann. Und dann stimmt die Synergie. Ja? Und dann kann man da gemeinsam was draus machen.
Sehr beeindruckend. Vielen Dank, lieber Manuel. Herzliche Gratulation. Herzlichen Dank für die Auszeichnung. Ich fühle mich sehr geehrt. Ist eine Bestätigung für mich. Ist absolut sehr viel wert für mich. Hier wirklich von einer Fachjury, wirklich und fachkompetenten Mitarbeiter, ja, und von der Jury natürlich auch wirklich mehr oder weniger belohnt zu werden. Ja. Danke, danke, danke. Vielen Dank für dein Engagement und vor allem für die Einreichung. Das muss man auch sagen, du hast auch bei der Einreichung sehr viel Arbeit gemacht. Also das war eine der beiden umfangreichsten Einreichungen mit wirklich sehr vielen Details. Herr Stobichler hat auch eine lange Aufgabe gehabt, das alles durchzuarbeiten. Aber es hat sich gelohnt für alle Zeit. Vielen Dank. Danke, lieber Manuel, vielen Dank. Herr Stobichler, herzlichen Dank für die Mühe und die Präsentation. Gerne. Gut, wir kommen zur letzten Kategorie, die beste digitale Fahrzeugpräsentation, die herausgegangen ist aus den besten Fahrzeugfotos. Die haben wir weiterentwickelt, weil wir der Meinung sind, nicht nur das Foto macht, sondern das ganze Umfeld ist interessant. Und Christian Lausmann, herzlich willkommen, hat sich schon dazugeschaltet vom TÜV Süd, auch ausgestattet mit ausreichend Kompetenz in dem Thema. Und welche digitalen Dinge sind es, die der TÜV Süd unter deiner Leitung bei den Autohäusern weiterbringt, lieber Christian? Ja, danke, Gerrit. Schönen guten Abend von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir heuer zum zweiten Mal diese Kategorie verleihen dürfen. Warum TÜV Süd und digitale Fahrzeugpräsentation? Das liegt nicht unbedingt sofort auf der Hand. Wir sind seit 1866 tätig, also nicht unbedingt ein Start-up-Unternehmen. Aber auch wir sind in den letzten 10, 15 Jahren mit dem Thema Digitalisierung stark beschäftigt und das in allen Divisionen des TÜV Süd und das weltweit. Nur jetzt zum Thema Mobilität, was haben wir da getan? Wir sind schwerpunktmäßig in Autohäusern, vor allem in deutschen Autohäusern aktiv mit unserem Hauptuntersuchungssachverständigen. Und da wir da bereits Schadensbilder gemacht haben, schon seit vielen Jahren, lag es auf der Hand, nicht nur Schadensbilder zu produzieren, sondern auch Fahrzeugbilder für die Vermarktung von Gebrauchtwagen. Daher gibt es ein Produkt neben vielen anderen digitalen Produkten, die wir haben. Das heißt PhotoFairy und deshalb auch die Entscheidung, hier den Digital Award zu unterstützen und die Jury entsprechend zu vertreten. Gut, dann darf ich alle wieder bitten, sich den Trommelwirbel vorzustellen und auf meine weiteren Tasten klickst du. Martin, das Autohaus Strauß ist wieder mit dabei, auch St. Michael im Burgenland, Ford Jaguar Land Rover Partner, letztes Jahr auch einer der Sieger und hier jetzt auf dem dritten Platz. Das Autohaus Hösch, erstmalig mit dabei, auch ein sehr beeindruckendes Konzept, vielen bekannt aus Jungwagen und Gebrauchtwagen und auch mit einer sehr guten Lösung, wie wir festgestellt haben. Und auch hier, ich darf Ihnen leider keinen neuen Sieger präsentieren, auch in dem Fall hat sich heuer das Autohaus Weidmann durchgesetzt und ich darf den Christian bitten, kurz zu erklären, warum denn das Autohaus Weidmann dieses Mal den ersten Platz gemacht hat. Ja, auch da darf ich mich den Vorrednern anschließen, also alle Einreichungen sehr beeindruckend, es war wirklich keine Einreichung dabei, die jetzt hier einen schlechten Job gemacht hätte und auch die Entscheidung fiel uns hier schwer, die Nummer 1 zu nominieren. Es war letztlich, wie schon erwähnt, eine demokratische Entscheidung. Das Thema Gebrauchtwagen wird immer wichtiger. Allein im letzten Jahr hatten wir 870.000 Besitzumschreibungen in Österreich, also mehr als doppelt so viel wie die Neuwagenzulassungen. Und es wird auch immer wichtiger, das Thema Gebrauchtwagen. Ich glaube, es gibt wenig Bereiche eines Autohauses, wo man so stark noch seine eigene Philosophie und seine eigene Strategie verfolgen kann, wie beim Gebrauchtwagen. Warum hat jetzt das Autohaus Weidmann gewonnen? Es lag vorwiegend daran, dass wir, also wie viele andere auch, eine sehr gut strukturierte und innovative Webseite vorgefunden haben. Zum einen, das ist die Grundbasis der Fahrzeugpräsentation. Man sieht es auch hier am rechten Screenshot. Viele Autohäuser sind ja heute dazu geneigt, die Fahrzeugbilder in einer Reihenfolge in Boxen darzustellen. Was uns hier besonders gut gefallen hat beim Autohaus Weidmann war die sehr individuelle Fahrzeugpräsentation. Man kann fast sagen, das Fahrzeug wurde in einer Art Steckbrief präsentiert. Links auch der Reiter, der Suchreiter, der sehr gut und strukturiert und schnell vor allem funktioniert. Es wird immer wichtiger, dass die Webseiten schnell funktionieren, aber nicht nur jetzt wie vom Rechner, wo wir uns wahrscheinlich alle befinden, sondern vorwiegend auch am Mobiltelefon, also am Smartphone. Da ist es auch umso wichtiger, dass das sehr einfach und sehr smooth funktioniert.
Und da hat uns überzeugt eben zum einen die gute Strukturierung, die Klarheit des Angebotes. Und wenn man dann hineinklickt, also Gerald, wenn du da jetzt in diesen Alfa Romeo Giulia hineinklickst, dann kommt eben dieser Steckbrief des Fahrzeuges, auch sehr charmant mit einem Foto des Mitarbeiters, der für dieses Fahrzeug zuständig ist, den man sofort kontaktieren kann. Die Fahrzeuge, und das sind Kleinigkeiten, ja, sind alle gleich dargestellt, also immer die gleiche Reihenfolge der Aufnahmen. Auch alle Fahrzeuge in einem sehr wirklich schönem Umfeld, also es ist nicht selbstverständlich, ein sehr schöner Fotoplatz, der auch immer sauber ist. Die Fahrzeuge haben alle fast Kennzeichenhalterungen, je nachdem, um welches Fahrzeug oder welche Fahrzeugkategorie es sich handelt. Bei den Jungwagen hat man sogar eine eigene Jungwagen-Fahrzeugkennzeichenhalterung. Also wirklich gut umgesetzt, toll gemacht und ja, letztlich hat es den Ausschlag gegeben, hier den ersten Platz zu belegen. Und Gratulation an das Autohaus Weidmann, wirklich einen tollen Job gemacht und sicher nicht leicht, wie Sie vorhin erwähnt haben, Herr Weidmann. Ich kann mir vorstellen, dass da Stunden an Arbeit dahinter stecken, aber es lohnt sich und es hat sich bezahlt gemacht. Ja, vielen Dank, lieber Christian, für die interessante Präsentation. Ja, ein altbekannter, erst vor wenigen Minuten auf der Bühne und jetzt noch einmal mit dabei. Lieber Manuel, ich würde dich gerne noch einmal dazuschalten, wenn du noch da bist. Gratulation natürlich auch an alle anderen Teilnehmer und auch an die Zweit- und Drittplatzierten an der Stelle. Ah, so. Jetzt mit Bild. Perfekt. Das einen schönen so. Guten Abend. Jetzt muss ich die Kamera aufdrehen. Jetzt darf ich es aufdrehen. Also wie leicht rot. Doch ein Digitalexperte, das mit der Kamera auch hinkommt. Ja, ja, natürlich. Man muss im Autohandel sowieso jeden Tag improvisieren und bei der EDV ist es noch schlimmer. Herzlichen Dank für das. Danke für den ersten Platz. Wir haben ja letztes Jahr schon teilgenommen und haben den zweiten Platz erreicht, gleich auf Anhieb, wo ich schon gedacht habe, also da muss doch der erste auch noch möglich sein. Und ich sage mal, dank Corona hat man dann doch ein bisschen Zeit auch gehabt, ab und zu manche Sachen noch im Detail auszuarbeiten. Sehr lieb, dass ihr das genau als zu schätzen wisst, mehr oder weniger, was wir eigentlich mit Absicht machen, beim Kunden oft im Unterbewusstsein landet, wo wir in Richtung Emotion gehen, was bei uns bei Alfa Romeo und Jeep, diesen tollen Marken, sicher nicht immer einfachen Marken, aber sehr wertvollen Marken, wirklich immer herausheben kann. Das heißt, wir treffen genau den Kunden von seiner Vorstellungskraft. Und das liefern wir ihm, dieses Customer Journey, was wir besprochen gehabt haben, das versuchen wir hier. Und ja, es ist sehr aufwendig. Also wir nehmen jedes Fahrzeug penibelst bei der Endkontrolle, jedes Fahrzeug wird separat fotografiert, jedes Fahrzeug ist ein eigenes Kunstwerk. Das heißt, wir bedenken wirklich, was können wir bei diesem Fahrzeug individuell hervorheben und was notieren wir dem Kunden, was heben wir hervor, was könnte ihn interessieren, damit wir eigentlich uns die Zeit ein bisschen ersparen bei der Verkaufsberatung und eigentlich im optimalsten Fall der Kunde noch reinkommt einmal und sagt, okay, nehme ich mit. Aber es entspricht wirklich der Wahrheit, der Kunde kommt sehr weit von ganz Österreich schon zu uns. Das Auto steht perfekt vorbereitet in Wegfahrrichtung mit blauen Kennzeichen. Er fühlt sich willkommen, steigt ein, kommt zurück. Ich traue mich sagen, von 10 Interessenten, die was wirklich Interesse auch haben, schließen wir dann noch 9 ab, weil wir den Kunden wirklich auch abholen können und das ihm auch vorleben. Und das war genau das, was wir darstellen wollten auf der Homepage mit der Fotoqualität. Genauso sind wir auch, aber wir geben auch kein Fahrzeug online, wenn wir nicht sagen, er ist nicht fertig. Deswegen auch dieser Präsentationsplatz, das ist unsere Endkontrolle. Da sieht man auch alles, wir haben eine LED-Beleuchtung etc. Jeder kleinste Steinschlag, das Fahrzeug geht erst dann online, wenn er verkaufsfertig ist. Wie früher man gesagt hat, erst am Gebrauchtwagenplatz, von meinem Vater noch gelernt, wenn das Auto fertig ist, dann geht das am Gebrauchtwagenplatz und dann ist er verkaufsfertig. Da gibt es nichts mehr zum Rummontieren. Ja. Aber also sehr, sehr viel Arbeit und meine Mitarbeiter unterstützen mich da auch sehr. Ich sehe, es geht sehr viel wieder um Prozesse. Was mich noch interessiert, wer macht die Fotos? Kommt da der Fotograf oder machst du das selber oder hast du da tolle Mitarbeiter, die da so talentiert sind? Also es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Begonnen habe ich mit dem Ganzen. Wir machen alles selbst in Eigenentwicklung. Wir schönen auch nichts. Also die Fotos werden 1:1 so gemacht und online gestellt. Wir bessern auch nichts nach. Die Zeit hätten wir auch gar nicht.
das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe die Presseleute von der Umgebung angerufen, die Fotografen, habe gesagt, was muss man eigentlich können? Und der hat uns ehrlich wirklich beantwortet, du musst keine Kurse machen, du musst es nur probieren, üben, schauen, wie es ankommt, das Feedback sammeln und das dann am besten weiterentwickeln. Und so haben wir uns weiterentwickelt und so machen mittlerweile zwei Personen die Fotos. Das mache ich als Geschäftsführer und auch mein Verkaufsleiter, weil nur wir im Verkauf wissen, vom Gefühl auch durch die jahrelange Erfahrung, was wird für den Kunden interessant? Was würde ihn interessieren? Interessiert ihn das Apple CarPlay, das das Fahrzeug hat? Oder die Sitzkühlung etc. Ne? Und das heben wir im Verkauf hervor. Und dadurch sparen wir uns später die ganze Zeit und können diese Stückzahlen der Fahrzeuge, die was doch beachtlich sind für diese zwei Marken, auch erreichen mit, ne? Ich sage mal, es muss ja wirtschaftlich auch funktionieren. Ne? Und da soll mir die Digitalisierung in Summe auch helfen. Also vorne an der Front, hinten der digitale Prozess. Meine Aufgabe 21 ist dann eigentlich nur mal meine Mitarbeiter physisch und auch psychisch stabil hinzubekommen, dass die alle zu 100% an der digitalen Zeit haben. Ich hoffe, du hast trotzdem den Zeit für ein analoges Treffen, weil der Christian und ich würden dich dann gerne besuchen im nächsten Jahr, dir den Pokal übergeben und uns das dann live vor Ort anschauen. Wir sprechen schon sehr lange, lieber Manuel, dass wir da mal eine große Geschichte machen. Jetzt ist es unter besonderen Vorzeichen auch soweit und ich freue mich sehr, wenn wir da zu dir kommen und eigentlich zwei Geschichten daraus machen. Wir werden uns gut überlegen, wie wir das gut umsetzen. Herzliche Gratulation, vielen Dank, lieber Christian, auch für deine Expertise und viel Zeit für die schwierige Zeit. Herzlichen Dank. Danke. Ich freue mich auf den Besuch. Gerne. Ciao. Ciao. Ich habe noch einen ganz kurzen Ausflug, wir sind mit den Kategorien durch. Wir haben da gesprochen von den Einreichungen und da ist uns noch eines aufgefallen. Das ist jetzt kein Jurypreis, sondern das ist, wenn Sie so wollen, der A&W Sonderpreis, weil die aufwendigste Einreichung vom Autopark in Tirol gekommen ist. Und ich darf da ganz kurz auch diese Präsentation zeigen, die uns da präsentiert wurde. Also da gab es wirklich eine eigene PDF-Präsentation, die da erstellt wurde, wo wir einen Einblick erhalten haben, wie denn ein Video gedreht wurde. Und es geht konkret um ein Video, das zur Präsentation des Ford Kuga Plug-in Hybrid extra gedreht wurde. Und das hat uns von Jury-Seite sehr gut gefallen, mit welchem Aufwand auch diese Präsentation gemacht wurde. Es hat dann thematisch nicht unbedingt in das Thema Fahrzeugpräsentation hineingepasst, aber wie gesagt, auch das soll erwähnt sein an dieser Stelle, dass wir da die Firma Autopark noch hervorheben wollen für eine wirklich gute Präsentation und ein Video, das auch auf YouTube dann ersichtlich ist. Gut, in diesem Sinne sind wir beinahe am Ende angelangt. Ich darf die Frau Dr. Kampfer noch um ihre Schlussworte bitten. Sie ist uns ja bekanntlich als wissenschaftliche Vorsitzende zu verstanden. Und sie wird jetzt noch vielleicht einen kurzen Vergleich zum Vorjahr oder die besonderen attraktiven Dinge noch kurz erwähnen. Bitte, Frau Dr. Kampfer. Vielen Dank. Ja, es war wieder eine Freude, es war eine Ehre, daran teilzunehmen. Und ich muss sagen, im Grunde, wenn man sich das so anschaut, möchte ich Ihnen allen gratulieren, weil Sie sind alle Gewinner. Sie haben alle die Krise als Chance genutzt. Sie haben alle viel geleistet in diesem Jahr und wir sehen wirklich im Vergleich zum letzten Jahr einen deutlichen Aufwind. Wir haben Steigerungen in allen Kategorien gesehen. Was wir letztes Jahr noch als, schaut mal wie toll, interpretiert haben, ist heuer zum Standard geworden. Und wirklich so geht die Latte Schritt für Schritt nach oben und wir freuen uns, dass wir jetzt mit diesen Gewinnern Gewinner gefunden haben, die den Preis verdienen, wohlwissend, dass es oft auch wirklich knapp war. Das ging da wirklich um Entscheidungen, um Haaresbreite, 1 bis 2 Punkte. Also da hätten wir noch lange diskutieren können. In dem Zuge möchte ich Sie auch jetzt schon wieder animieren, sich fürs nächste Mal wieder zu bewerben, falls es dieses Jahr nicht ganz geklappt hat. Wir haben gesehen, man kann auch als Newcomer direkt den Preis einholen, wie wir es beim Autohaus Huber gesehen haben. Und was ich auch ganz toll finde jetzt bei all den Preisträgern ist, man sieht, dass Authentizität zählt, also sich authentisch zu zeigen, Content zu bringen, der wirklich zu einem passt, was ehrlich ist, das kommt an. Also genau das, was wir vorhin im Vortrag gehört haben, sehen wir jetzt in der Praxis, wenn das ehrlich ist, wenn das aus einer Hand ist, die gleiche Sprache spricht, individuell ist und konsistent, dann sorgt es für Wirkung. Und dann ist es auch was, wo man sich
ja, einlädt und wo es dann auch leichter wird, Schritt für Schritt. Also wenn man mal auf dem Weg ist, merkt man, man tut sich mit der Zeit leichter, es fällt einem leichter, man versteht die Kunden besser und kann sie so besser adressieren. Also in dem Sinne wirklich ein ganz großer virtueller Applaus und schon mal eine Einladung zum Mitmachen wieder fürs nächste Jahr. Vielen Dank, Frau Dr. Kampfer, für die Zusammenfassung. Ich halte fest, wir haben eine deutliche Steigerung auch in diesem Bereich und wir sind schon gespannt, was wir uns nächstes Jahr erwarten dürfen. Und dann darf ich zum Abschluss noch meinen Geschäftsführer, den Stefan Binder, bitten, die abschließenden Worte zu sprechen. Stefan ist live, wunderbar. Vielen Dank, Stefan, dein Fazit und deine Verabschiedung. Ja, danke. Zunächst vielleicht kurz etwas Organisatorisches noch. An alle Gewinner werden wir in den kommenden Tagen ein Paket senden mit den Auszeichnungen. Die Erstplatzierten werden vorläufig einmal die Urkunde erhalten und so wie es der Gerald ja auch schon angedeutet hat, dann zum Jahresstart für einen Termin zur Pokalübergabe persönlich kommen, um dann auch eben eine Best-Practice-Reportage da gemeinsam zu gestalten, die wir dann in den kommenden Monaten auch in Auto und Wirtschaft dann entsprechend präsentieren wollen, um auch anderen Betrieben natürlich eine Hilfestellung und Anleitung zu bieten. Ja, und dann liegt es eigentlich nur noch an mir, Danke zu sagen. Danke an Frau Dr. Kampfer sowie auch an die Sponsoren für die Zeit und Mühe, die sie investiert haben in den digitalen Board, von der Durchsicht der Einreichungen über die Jury-Sitzung bis eben zur heutigen Präsentation. Danke auch an alle Betriebe, die teilgenommen haben, die auch sehr viel Mühe und Zeit natürlich investiert haben in ihre Einreichungen. Und das, ja, das sind wirklich immer tolle Sachen dabei, die sehr inspirierend sind. Und ja, natürlich auch zu guter Letzt danke an alle Teilnehmer am heutigen Seminar für ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen. Und nochmals herzliche Gratulation und großer Applaus an alle Gewinner des heutigen Tages. Dankeschön. Gut, dann bleibt mir noch, alle Juroren kurz nochmal ins Bild zu holen. Dann normalerweise macht man auf der Bühne noch ein Foto, da machen wir jetzt heute noch einen Screenshot. Und ich will mich jetzt nicht als Dancing Star sehr outen, aber ich kann mich erinnern, die haben dann alle gewunken und applaudiert. Und vielleicht wäre das das Schlussbild, dass wir unseren Teilnehmern dann noch mitgeben können. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Schönen Abend. Wiedersehen. Dankeschön. Wiedersehen. 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 Wiedersehen.